Gini-Koeffizient. Männer verdienen im Schnitt 20% mehr als Frauen. Sozialer Gradient. Die oberen 30% der Bevölkerung verfügen über 90% des Gesamtvermögens. Akademisierung der Eliten. Das Armutsrisiko für Alleinerziehende liegt bei 37,6%. Distinktionsmittel. Fast jeder zweite junge Erwachsene arbeitet im Niedriglohnsektor. Quantilsanteile. Wir haben 300.000 Aufstocker im Jahr 2011. Kooptation. Jeder fünfte Hartz-IV-Empfänger geht sozialversicherungspflichtiger arbeiten. Naja, kalte Progression. 2011 haben wir in Deutschland ein Armutsrisiko, sind 2,8 Millionen Menschen vom Armutsrisiko betroffen. Tendenz steigend. Steuerlastverteilung. Die Kinderarmutsquote liegt bei 20%. Wertakzent. Arm in einem Ein-Personen-Haushalt ist, wer weniger als 833 Euro pro Monat hat. Katholische Landarbeiterstochter. Oh, da hört's auf. Nein, ja, nein. Ich würde sagen, wir haben einen Gewinner, und zwar mich. 80% der 60-Jährigen fühlen sich subjektiv gesund. Naja. Meritokratie. Denen arbeiten im Schnitt 2 Jahre länger als Deutsche. Verteilungsinstitution von Lebenschancen. Normale Rentner haben langfristig höhere Lebenszufriedenheit. Arbeitsmarktpartizipation. Von den Frauen haben 70% Vollzeitarbeit. Sobald ein Kind ins Spiel kommt, liegt die Vollzeitquote nur noch bei 21% und die Teilzeitquote bei 50%. Mhm. Distinktionsmittel, falls ich das noch nicht hatte. Die Kinderbetreuung unter 3 Jahren liegt bei Dänemark bei 78% und in Deutschland bei 20%. Rekrutierungswege der Eliten. Traditionelle Lebensform, geringe Nicht-Ehelichenquote, ist kein Garant für höhere Geburten. Akademisierung der Wirtschaft. Ist gut. Bildungspatente. Wohlstand, ja. Macht, Bildung. Eliten, Prestige. Bon Dieu. Soziale Ungleichheit. Dann gucken wir mal, was wir dazu überhaupt sagen können, damit der Begriff irgendwie griffig wird. Und dann werden wir irgendwie den Begriff auf unsere Gesellschaft beziehen und schauen, wo das auftritt und warum im Groben und im Speziellen dann ganz viele Facts und Fleisch von dir. Ja. Studien sind das Fleisch am Theoriegerippe, am Definitionsgerippe. Denn ohne. Du sagst viel und redest. Nein, andersrum. Ohne Studie kann man ja alles behaupten. Naja, ne? Ja. Gut, dann starten wir jetzt mit der Definition. Soziale Ungleichheit. Ungleichheit, soziale, ist im Allgemeinen jede Art verschiedener Möglichkeiten der Teilhabe an Gesellschaft, der Verfügung über gesellschaftlich relevante Ressourcen. Üblicherweise wird aber vorwiegend dann von sozialer Ungleichheit gesprochen, wenn es sich um Ungleichheiten handelt, die jeweils größere Personengruppen betreffen und die als relativ dauerhaft gelten können. Soweit zum Lexikon zur Soziologie. Ja, da werden direkt so die 3 Grundvoraussetzungen für Ungleichheit mehr oder weniger angerissen. Genau. Können wir jetzt nochmal erläutern. Also das erste wäre... Die erste Bedingung ist, dass wir Güter haben, die einen Wert darstellen und die einerseits begehrt sind und andererseits knapp, also nicht für jeden im gleichen Maße vorhanden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel den Sand der Sahara nehmen, der ist nicht knapp, oder doch, der ist begrenzt. Der ist nicht vorhanden, sagen wir mal. Aber also in unserer Gesellschaft ist Sand aus der Sahara nicht vorhanden. Aber das liegt auch daran, dass er keine Relevanz hat. Also er hat keinen von der Gesellschaft zugesprochenen Wert. Ja, aber niemand braucht Sand aus der Sahara. Wir hatten ja früher Sand. Ne? Also der wurde ja so von dem Wind hergeweht. Ich erinnere mich noch, wie ich auf dem Balkon Sand aus der Sahara hatte. War das nicht bei dir auch so? Vielleicht in meiner Gegend, da war ich noch ein kleines Kind, da hatten wir Sahara-Sand. Aber bist du dir da sicher? Ja, ganz sicher. Aber da das kein begehrtes Gut ist,
Aber es ist ja offenbar ungleich verteilt, denn du hattest welchen und ich hatte, wie so viele Dinge, keinen davon. Ja, aber es war egal, weil wir es nicht begehrt haben. So. Das haben wir überhaupt nicht gut erklärt jetzt. Ich glaube. Naja, was wäre denn ein knappes und begehrtes Gut? Geld. Ja. Prestige. Also, richtig. Die Hauptthemen von sozialer Ungleichheit, dazu kommen wir dann später, sind ja zum Beispiel jetzt Geld, sprich eher Wohlstand. Also Wohlstand kann man irgendwie als Ressource ansehen, die ist in der Gesellschaft ungleich verteilt. Es gibt Menschen, die haben mehr Wohlstand, es gibt Menschen, die haben etwas weniger Wohlstand. Und dieser ist eben begehrt, klar, er ist ungleich verteilt. Und eben die dritte Norm, die dritte Anforderung ist ja, dass es strukturell verteilt ist. Also Wohlstand ist ja über systematische Wege in Deutschland zu erreichen, zumindest in der Theorie. Ja, also ausgenommen sind davon Individuen, die zum Beispiel durch einen glücklichen Zufall wie einen Lotteriegewinn auf einmal an Reichtum kommen. Genau, das ist, oder ein Erbe. Also, ja, das ist zufälliges Erbe. Genau. Ja, das sind soziale Ungleichheiten. Es geht also nicht nur um Materielles, sondern auch um Immaterielles. Mhm. Bildung zum Beispiel wird ja auch in gewisser Hinsicht vererbt. Was unterscheidet denn soziale Ungleichheit von sozialer Gerechtigkeit? Wir haben, der Begriff Gerechtigkeit ist ja allgemein direkt wertend. Und wir hier in der Soziologie versuchen erstmal wertungsfrei darzustellen, wie es denn um unsere Gesellschaft beschaffen ist. Also das Feststellen von Ungleichheit ist nicht gleichzusetzen mit Ungerechtigkeit. Mhm. Wir haben ja auch in der letzten Folge angerissen, dass wir funktionale Notwendigkeit von Ungleichheit haben. Genau, es ist auch wichtig, dass das System funktioniert, zumindest in dem System, in dem wir leben. Man kann als Gegenbeispiel Gesellschaften bringen, in denen sehr wenig Ungleichheit herrschte. Beispielsweise im Kommunismus wurden ja größte Teile der Bevölkerung irgendwie möglichst, ich will nicht sagen gleichgeschaltet, das ist ja Rhetorik aus dem Nationalsozialismus, aber es muss schon Unterschiede in der Gesellschaft geben, damit die gesund existieren kann. Und die meisten Gesellschaften, die sehr homogen waren, sprich eine sehr geringe Ungleichheit, doppelte Verneinung, aufzuweisen hatten, die sind auch früher oder später gescheitert. Ja, also diese theoretischen Grundgrößen haben in der Praxis gezeigt, dass sie nicht so umsetzbar sind, wie man sich das idealerweise vorgestellt hat. Okay, also ich habe mir diese vier Ebenen, also ich habe es Ebenen genannt. Das eine sind Ursachen, das zweite sind Determinanten, das dritte Dimension und das vierte letztlich Folgen der sozialen Ungleichheit. Mhm. Also die Ursachen, die beschäftigen sich halt, wie gesagt, mit der funktionalen Notwendigkeit von Ungleichheit und Ursachen, Leistungsunterschiede und sowas. Also das ist jetzt nicht, weil ich so vertieft vorliege. Ja, vielleicht kann man da einfach, weil das ja quasi das Rückgrat unserer Gesellschaft ist, ja das Berufsleben. Um es anders zu sagen, wir leben ja in einer Meritokratie als in einer Leistungsgesellschaft, in der Macht bzw. die Güter, die wir vorhin angesprochen haben, nach Leistung, in der Theorie, muss man wieder sagen, verteilt werden. Und da liegt dann auch schon der Grund für die Ursache von der sozialen Ungleichheit, denn es gibt eben Menschen, die leisten in bestimmten Bereichen mehr als andere und daraus resultiert auch einfach schon die Ungleichheit sowohl bei der erbrachten Leistung als auch bei der Belohnung dafür. Genau, also Anreize schaffen dafür, dass man Leute dazu motiviert, die höheren gestellten Positionen sich in dieser Ungleichheit möglichst nach oben zu bewegen. Ja, wo man dann die besseren Belohnungen bekommt, das mehr Ansehen, Wohlstand. Ja. Wobei eine gerechte Gesellschaft, außerhalb der Soziologie, eine gerechte Gesellschaft müsste ja sicher gehen, dass die soziale Ungleichheit, sag ich mal, ganz unten immer noch eine gewisse Fairness walten lässt. Dass Menschen, die unten nämlich tatsächlich in einer theoretischen Meritokratie Leistungen erbringen, auch dafür entlohnt werden. Und in der Realität ist es ja so, zumindest hat man so das verbreitete Bild, je weiter oben man sich in der Gesellschaft befindet, desto weniger muss man tatsächlich leisten.
Das ist das Paradox, das wir aber nicht besprechen. Soll aber trotzdem nicht unerwähnt bleiben. Ja, man sagt ja, die Elite trägt den größten Teil der Verantwortung. Oder ein Manager hat die höchsten Gehälter, weil er halt am meisten auf den Schultern zu tragen hat. Und das kann man diskutieren. Ach, wir werden es nicht machen. Ne? Ja, würde ich aber gerne. Ich sehe das anders. Ja, das ist ja egal, wie du das siehst. Jetzt wollte ich eben noch irgendwas sagen. Die Grundprinzipien stimmen ja. Leistungsgesellschaft. Wer gut und viel arbeitet, wird in gewisser Hinsicht zumindest entlohnt. Das sind so die Grundzüge, von denen wir jetzt auch ausgehen. Ach ja, wenn wir von Gerechtigkeit reden, dann bezieht sich das auf die Chancengleichheit, die man am Anfang hat. Also wenn wir jetzt... Chancengerechtigkeit. Genau, also gibt es ja auch theoretische Überlegungen, Exkurs. Philosoph Rawls hat sich ja diese Gerechtigkeitstheorie ausgedacht, wo am Anfang jeder so einen Schleier des Nichtwissens hätte, also dass es vollkommen unerheblich wäre, woher man stammt, und dass sich alle dann, wenn sie nicht wissend wären über ihren Stand in der Gesellschaft, tatsächlich dazu einigen würden, dass jeder möglichst die höchste, also jeder möglichst gleiche Chancen hat, damit man selbst mit guter Wahrscheinlichkeit dann halt auch gute Chancen bekommt. Also bei Rawls trifft man sich ja losgelöst von den eigenen Belastungen, die Gesellschaft einem aufbürdet, und den eigenen Belohnungen, und versucht dann zusammen Entscheidungen zu treffen, die alle Möglichkeiten mit einschließen, wie man denn sein eigenes Leben dann fortsetzen sollte. Und dadurch wird dann eine halbwegs objektive Entscheidung getroffen nach Rawls. Ja, ist natürlich ein ideales Gedankenkonstrukt. So. Aber als Gedankenanstoß, wie Chancengleichheit denn aussehen könnte. Okay, gehen wir zur zweiten Ebene, die Determinanten. Das sind soziale Merkmale, die wahrscheinlich mit Ungleichheit einhergehen. Da spricht man zum Beispiel vom Beruf, von Geschlecht, von Alter oder ethnischer Zugehörigkeit. Determinanten sind im Prinzip noch nicht ausschlaggebend dafür, ob man gut oder schlecht dasteht in einer Gesellschaft. Das heißt, wie Geschlecht, Alter und Ethnie zum Beispiel jetzt sich letzten Endes in der Verteilung der sozialen Ungleichheit niederschlagen, ist von der Gesellschaft konstruiert. Also an sich ist man weder besser noch schlechter gestellt, wenn man ein Männlein oder ein Weiblein ist oder ob man alt oder jung ist. Und wie aus diesem Merkmal des Menschen dann tatsächlich irgendwie die Ungleichheit entsteht, das ist von der Gesellschaft bestimmt. Durch Werte, Normen und so weiter. Ja. Ebene 3 sind die Dimensionen. Da haben wir zum einen Bildung, dann materiellen Wohlstand, Macht und Prestige. Und diese vier Dimensionen bilden den Status, den man in der Gesellschaft innehat. Also mit Status sind unterscheidbare Bewertungen von sozialen Positionen gemeint. Ja. Der also eine hat einen höheren Status als ein anderer, und dadurch kann man die sozialen Positionen unterschiedlich werten. In den Schichtenmodellen ist der Status ja quasi eine Gesamtheit aus diesen Bereichen. Also ein ähnlicher Status Wohlstand, zusammen einen ähnlichen Status Macht, zusammen einen ähnlichen Status Bildung, zusammen einen ähnlichen Status Prestige, bildet dann so die Schichtung einer Gesellschaft in den Schichtmodellen ab. Also Schichtmodelle und Milieus machen wir in einer anderen Folge, und zwar in der nächsten. Yep. Die dann direkt auch an das Thema soziale Ungleichheit da anschließt, weil diese Modelle repräsentieren am Ende nur soziale Ungleichheit. Ja. Also wie gesagt, die Rollentheorie ist das untere Brötchen. Heute kommt das Fleisch mit der Ungleichheit und zuletzt dann das Oberbrötchen mit den Milieus. Und dann haben wir einen schönen Soziologie-Burger. Lecker. Ja. Bier. Ja, die vierte Dimension des Prestiges müssen wir in Klammern setzen, weil das in der Soziologie wenig beachtet wird, weil es nicht besonders gute Aussagen zulässt darüber. Also man kann ja zum Beispiel, man kann Umfragen machen in der Bevölkerung darüber, wie man subjektiv Berufe einschätzt. Also allgemein sind Politiker ziemlich weit unten, also 2003 haben von verschiedenen Berufen, die man auswählen kann, die Befragten nur zu 8% den Politikern Ansehen gegeben. Allerdings sieht man da schon auch so den Haken, wen befrage ich, was für eine Einstellung haben die Leute der Befragten, was für ein Spektrum kann ich damit abfassen, ist halt ziemlich subjektiv. Man
kann aber Tendenzen ablesen. Also ganz oben stehen zum Beispiel die Ärzte. Die sind 2008 immer noch mit 78% ziemlich weit oben. 78% was? Der Anerkennung von dem, was angeboten wird, haben 78% der befragten Ärzte wird als viel Prestige wert zugesprochen. Als höchst anerkennbaren Beruf in der Gesellschaft gewählt. Ja, also Prestige. Wolltest du noch mehr Beispiele bringen? Nee. Okay. Prestige ist etwas, was eben von diesen anderen drei Sachen, Wohlstand, Macht, Bildung, oft abweicht. Wie man eben hatte, Politiker haben zum Beispiel einen ziemlich guten Wohlstand, viel Macht und neuerdings auch sehr viel Bildung. Aber eben weicht das Prestige zum Beispiel mit dem Beispiel extrem ab. Also Politiker stehen ganz unten, glaube ich, in der Rangordnung. Das sagt ja nichts über die Ungleichheit aus, genau. Also genau. Die sind ja mit zur Elite gehörend, neben der Wirtschaftselite, der Verwaltungs- und der Juristerei-Elite. Und das kratzt die nicht, wenn die Leute sie nicht anerkennen. Also die haben trotzdem noch ihre Machtposition inne. Ja, ist so. Du brauchst gar nicht so skeptisch zu gucken. Es sei denn natürlich, das artet dann in echter Rebellion aus und Revolution und gewalttätigen Konflikten. Ja. Da können wir ja später noch zu gucken. Ja, also speziell bei Politikern war es ja so, dass das eher eine moderne Entwicklung ist, dass Positionen in der Politik vor allem durch Akademiker besetzt wird. Das ist ja dieser Begriff der Akademisierung der Eliten und in dem Fall eben Akademisierung der Politik oder auch Wirtschaft. In der Politik sind heute vor allem Menschen, die einen akademischen Abschluss haben, die haben studiert, die haben einen Doktortitel, manchmal auch nicht mehr, und die kommen dementsprechend auch aus bestimmten Umfeldern aus der Gesellschaft. Was beim Thema soziale Ungleichheit natürlich besonders brisant wird, denn Leute, die sich in Eliten befinden, haben mehr Einfluss auf die Gesellschaft, mehr als die außerhalb von Eliten. Und wenn man schaut, welche Interessen werden vertreten, dann kann man das durchaus problematisch ansehen, was die Interessen von unteren Schichten angeht. Denn untere Schichten schaffen es kaum in die höchsten Positionen der Gesellschaft, um das schon mal vorwegzunehmen. Und damit können die auch ihre Interessen nur schlecht vertreten. Die Interessen, die vertreten werden in der Moderne, werden eben von Akademikern und Akademikern. Akademiker werden rekrutiert aus bereits gut gestellten Schichten. Genau. Ja. Ein Kreis. Also man nennt das auch Indikatoren für die Dimension. Also Indikator für Bildung ist die soziale Herkunft. Indikator für materiellen Wohlstand ist das Einkommen, das Vermögen. Für Macht haben wir die Herkunft von Machteliten, wie besprochen. Und bei Prestige ist es Berufsprestige. Zu Macht, das haben wir letztes Mal schon mal angesprochen, als wir diesen Prozess genannt haben, dass man zwar mit eigenem Fleiß so in den Mittelstand oder oberen Mittelstand aufsteigen kann, kommt man in die obere richtige Elite nur durch sogenannte Kooptation. Das heißt, das ist der Prozess, dass die Leute, die bereits in der Elite sind, die Leute von unten nach oben ziehen. Ja, also wenn du erstmal an diese Barriere angekommen bist, da bist du davon ab. Die Distinktionsgrenze. Dann bist du an der Distinktionsgrenze davon abhängig, dass du nach oben gezogen wirst. Und nicht, dass du von unten durch Repräsentation, was das Gegenstück zur Kooptation ist, gewählt wirst. Man wird quasi nach ganz oben in die alleroberste Klasse, nicht unbedingt der richtige Begriff, aber in die oberste Schicht, auch nicht, ach verdammt, der Gesellschaft wird man quasi wortwörtlich aufgenommen. Man kann sich da nicht selbst reinarbeiten. Und das ist ja, wenn man jetzt zurückkommt auf unsere Prinzipien der sozialen Ungleichheit, zumindest nicht legitim. Denn es muss systematisch verteilt sein und die Zugänglichkeit ist ja so nicht gegeben. Von ganz unten nach ganz oben ist in unserer Gesellschaft die Zugänglichkeit einfach nicht vorhanden. Theoretisch müsste sie da sein, ist aber nicht. Ist ja ungerecht. Ja, das ist illegitim, ungerecht, genau. Ja. Könnte man fast schon sagen, aber... Ja. Machen wir ja nicht, wir werten ja nicht. Wir stellen ja das nur fest. Ja, wir teilnehmen neben Beobachtung. Gucken wir. Die vierte Ebene sind die Folgen. Ungleichheit beeinflusst das Denken und Handeln der Individuen in Form der Sprache, der Erziehung der Kinder, die man hat, im Kontaktverhalten untereinander, in Form von Kriminalität, von politischer Gesinnung, vom Lebensstil, welche Freunde man hat, worüber man redet und so weiter und so fort. Das sind so individuelle
Auswirkungen. Dann gibt es auch noch andere Auswirkungen, die äußeren, wenn man so will. Das sind dann so Effekte wie diese schrumpfende Mittelschicht. Ja, später? Okay. Schrumpfende Mittelschicht, irgendwie wird der Habitus in Milieus ausgeprägt. Wie entstehen Armut und Armutsrisiken? Ja. Und warum haben Frauen eigentlich so ein Problem? Ja, das sind so viele Anknüpfpunkte, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also vielleicht erstmal zum Stichwort schrumpfende Mittelschicht. Wir haben ja spekuliert, ob wir direkt am Anfang mit Chomsky anfangen, der so in den 60er Jahren die steile These vorgebracht hat, dass es eine nivellierte Mittelschicht gibt. Das heißt, dass die Ungleichheit zwischen Gesellschaft, die traditionell vorhanden ist im Laufe der Geschichte, jetzt im Rückgang geschritten ist und dass die Mittelschicht immer größer wird und dass es immer mehr soziale Gleichheit geben wird. Mhm. Und er hat dafür heftige Kritik bekommen, weil zahlreiche Studien, Erfahrungen, Erhebungen gezeigt haben, dass es das Gegenteil der Fall ist. Ich denke, er hat vor allem den Effekt festgestellt, dass die Mittelschicht oder die Mitte der Gesellschaft in den 60er Jahren immer mehr an Bedeutung und Einfluss gewonnen hat. Da haben sich dann auch irgendwie Verhaltensweisen gesammelt, die haben sich dann von oben nach unten abgesetzt und von unten nach oben ein bisschen das quasi in der Mitte gesammelt. Und er hat dann die These aufgestellt, dass oben, ganz oben und ganz unten einfach komplett wegfällt und man hat dann nur noch quasi eine Schicht, die nivellierte Mittelschicht, in der es kein Oben und Unten mehr gibt. Hat er denn eigentlich dann Unterschiede auf horizontaler Ebene schon beachtet? So gut kenne ich Chomsky nicht. Ich glaube, das hat er nicht gemacht. Das sind dann andere Theorien. Das machen wir im nächsten Podcast. Ja, das ist viel schöner. Chomsky ist sowieso Minengelände. Also Chomsky ist nur gut da, um ihn zu widerlegen. Also, naja, der Effekt, dieser Vorgang, den er beschrieben hat, da ist er tatsächlich da gewesen und auch sehr wichtig. Mhm. Also nach dem Zweiten Weltkrieg war diese der Effekt da, dass die Bedeutungszunahme halt stattgefunden hat. Mhm. Okay. Aber es hat nicht so geendet, wie er sich das vorgestellt hat, in einer nivellierten Gesellschaft. Aha. Okay. In der es kein Unten und Oben mehr gibt. So grob. Chomsky machen wir auch nochmal richtig. Ja. Bei Milieus und Minengelände. Ja, genau. Stichwort Armut. Damit verbunden würde ich ein paar Worte zu Möglichkeiten der Vermögensverteilung in der Gesellschaft verlieren. Ist wichtig. Ja, mach. Also es gibt da verschiedene Methoden. Am bekanntesten ist der Gini-Koeffizient. Den werde ich jetzt nicht im letzten Detail erläutern. Ich werde einfach das grundlegende Prinzip sagen. Also wir haben eine Lorenz-Kurve. Die Gesellschaft wird geteilt in 10 Teile. Wir haben eine Lorenz-Kurve. Entschuldigung. Es gibt die Lorenz-Kurve, die ist geteilt über die 10-Teilung der Gesellschaft. Mein Gott, das ist so furchtbar. Die Lorenz-Kurve repräsentiert eine angeglichene soziale Ungleichheit. Ja. Ganz unten und ganz oben durch eine gerade Linie. Genau. Wir haben so ein Koordinatensystem. Auf der X-Achse, also unten, haben wir den Anteil der Bevölkerung in 10 Teilen. Und auf der Y-Achse haben wir das Gesamteinkommen, auch in 10 Teilen. Und von unten links nach oben rechts führt eine Gerade. Das wäre das Ideal. Dann wäre das Vermögen vollkommen gleich verteilt. Das obere Zehntel der Gesellschaft ist genauso viel wie das untere Zehntel. Mhm. Und wenn sich diese Gerade jetzt faktisch... Dezilsanteile sind das aber, wenn du von Zehnteln sprichst. Dezile? Ja, okay. Man kann auch in Quantilen messen. Oder in Quintilen. Ja. Quantintilen. Ja, also Entschuldigung. Wenn man jetzt das mit der Realität, deplatziert. Mit den faktischen Daten vergleicht und je weiter sich diese Gerade dann in der Realität nach unten verbiegt, desto größer sind die Ungleichheiten. Und das zeigt dann proportionale Ungleichheit. So. Das heißt, nur grob zusammengefasst, bei den Untersten sammelt sich immer weniger anteilsmäßig und bei den Obersten immer mehr. Ja, genau. Was Verteilung von Einkommen und Vermögen angeht, denke ich mal. Ja, du das? Ja. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass 30%, also die oberen 3 Zehntel der Gesellschaft haben 90% des Gesamtvermögens. Das ist schon... Das ist ja fast schon illegitim. Leisten die denn genug? Wenn man darüber so nachdenkt, ne? Und wie war das Verhältnis irgendwie zwischen dem, was ein Manager zum normalen Arbeiter verdient? Das war doch... Ja,
Das habe ich jetzt gerade nicht auf. Ich kann das, du kannst weiterreden, ich suche das bis dahin raus und dann das ist das ganz gut. Ja. Reden. Okay. Wichtig ist noch der Begriff des Netto-Äquivalenzeinkommens. Das ist das bedarfsgewichtete Pro-Kopf-Haushaltseinkommen. Das heißt, es wird beim Netto-Äquivalenzeinkommen gemessen, wie viel einem in einem Haushalt wirklich zusteht. Also wenn es ein Ein-Personen-Haushalt ist, dann wird das Einkommen von, sagen wir mal, 3.000 Euro im Monat nur durch 1 geteilt. Wenn ich jetzt aber mit einer Freundin und einem Freund zusammenlebe, dann wird diese zweite Person als 0,5 dazugewertet. Das heißt, ich werde diese 3.000 nicht mehr durch 1, durch meinen ersten Wert teilen, sondern durch 1,5, weil die 0,5 mit der Freundin dazukommt. Also 3.000 durch 1,5, dann haben wir schon mal weniger Lebenskosten. Weil ich, also wenn ich mir jetzt als Single eine Waschmaschine anschaffe, dann muss ich 500 Euro zahlen. Wenn ich aber eine Freundin habe, dann zahlt jeder von uns nur 250 Euro. Vereinfacht gesagt. Und wenn jetzt noch ein... Das heißt auch bedarfsgewichtetes Pro-Kopf-Einkommen ist ja ein anderer Name dafür. Und es geht einfach darum, das wird ja in der Soziologie verwendet, und einfach um festzustellen, wie viel Geld, also sprich Einkommen, ist denn wirklich benötigt, ist an Bedarf da. Ja. Und man versucht das eben so aufzuschlüsseln, dass man versucht, einen Haushalt als Ausgangspunkt zu nehmen, statt ein Individuum. Und im Haushalt natürlich braucht man nur einen Kühlschrank, eine Waschmaschine und so weiter. Den kann man sich super einteilen. Und deswegen wird das zweite Haushaltsmitglied nicht mehr vollwertig mitgerechnet beim Verhältnis, sondern halt nur noch als ein halbes. Und das, und alle Personen unter 15 Jahren sind dann jeweils 0,3 zusätzlich. Also wenn wir noch ein Kind haben, das 8-jährig ist, du und ich, dann wird das durch 1,8 geteilt, unser Einkommen. Und je nachdem, was für eine Art von Steuer wir anmelden, können wir noch Ehegattensplitting beantragen. Oder? Die Möglichkeiten sind vielfältig. Hast du denn Zahlen zu diesem... Ja. Gut, dann bitte. Ich weiß ja nicht. Es ist so, das mittlere Einkommen 2012 liegt bei 1.890 Euro brutto, also nach Abzug von sämtlichen Steuern und Sozialversicherungspflichtigen. Im Haushalt? Oder? Warte mal, das muss ich mal... Das hatte ich alles hier in einem... Bei einem Ein-Personen-Haushalt liegt die Grenze bei 893 Euro im Monat. Mhm. Ja? Und, das Armut, ist die Armutsgrenze. Genau. Armut kann man dann unterschiedlich einstufen. Es gibt die absolute Armut. Das ist, da hat man zu wenig, um das physische Überleben zu gewährleisten. Kommt in Deutschland praktisch nicht vor. Aber wir haben verschiedene Formen von relativer Armut. Also wenn wir bei einem Einkommen unter 50% des durchschnittlichen Einkommens im gesamten Land, gemessen am Äquivalenzeinkommen, spricht man von Armut. Bei 40% oder weniger als 40% ist man schon strenge Armut und bei 60% spricht man von Niedrigeinkommen. Des jeweiligen durchschnittlichen Äquivalenzeinkommens. Genau, ein anderes Land hat dann ein anderes Durchschnittseinkommen und dort ist relative Armut dann anders. Also man sieht das schon... Probleme, dass man Armut eigentlich niemals objektiv messen kann. Und dahinter stehen auch immer subjektive Wertüberzeugungen. Ich habe die Zahlen zu den Einkommen von Managergehältern jetzt nicht gefunden. Es ist im Prinzip auch nicht so wichtig, die genauen Zahlen. Ja, ich, viel wichtiger wäre tatsächlich mal einen Gini-Koeffizienten für Deutschland zu hören. Bevor wir Gini hier machen, ich glaube so mich zu erinnern, dass man vor ein paar Jahrzehnten noch einen Vergleich hatte, dass ein Manager ungefähr das Zehnfache verdient hat im Vergleich zum normalen Angestellten. Und jetzt ist es irgendwie beim 50-fachen oder ich glaube, das hat dann exorbitant zugenommen. Ja. Es war vorher schon ungleich und nicht linear verteilt und das hat auf jeden Fall noch zugenommen, vor allem in den ganz obersten Etagen. Ja. Drangwellen den Kommentaren nach und so. Ja. Du hast mich gefragt nach dem Gini-Koeffizienten für Deutschland. Mhm. Wie sieht denn sowas aus? Das ist
Also Gini-Koeffizient wird nochmal, wird ja gebildet aus dem Verhältnis von, von der Anzahl der Menschen und wie viel verdient wird. Schlecht vereinfacht gesagt. Ja, also das Verhältnis von oben und unten. So. Und wir haben eine Zahl von 0 bis 1. Das ist die Spanne, in der wir reden. Und je weiter es sich an die 0 annähert, desto gleicher ist die Gesellschaft. Und je weiter es zu 1 geht, desto ungleicher sind die Einkommen verteilt. Mhm. Wenn ich jetzt kein Bullshit rede. Und ich habe mir hier notiert, dass wir 1933 einen Gini-Koeffizienten von 0,665 hatten. 98 war es derselbe Wert und 2007 haben wir einen Gini-Koeffizienten von 0,799. Also das, die Ungleichheit des Einkommens hat zugenommen, aber das Einkommen selbst ist angestiegen, natürlich im Vergleich zu 33. Wenn man diese Zahl hat, dieses 0,7 irgendwas, was du gerade sagtest, dann eliminiert man damit ja auch tatsächlich, wie viel Einkommen in der Gesellschaft verteilt wird und wie viele Leute da sind. Und das macht es dann möglich, mit dieser Zahl internationale Vergleiche anzustellen, wie es denn mit der sozialen Ungleichheit in Bezug auf Einkommen oder Vermögen oder beides aussieht. Ja. Ich glaube, Deutschland steht wie in so vielen Dingen leicht unterdurchschnittlich da bei sowas. Ich weiß, wir hatten mal so eine Übersicht über die Zu- oder Abnahme von Gini-Koeffizienten, aber das waren nicht die konkreten Zahlen. Ja. Das war nur, um zu zeigen, wohin die Tendenzen gehen. Also kann ich da jetzt für den internationalen Vergleich von Gini-Koeffizienten besser nichts sagen. Es ist auch sehr viel Zahlenjonglerei, bevor wir jetzt noch mehr Mist erzählen. Ja, und gerade wenn man jetzt so nur Audio hat, dann gehen die Zahlen hier rein und da raus. Von daher sollten wir es nicht exzessiv machen. Ja. Was man noch sagen kann, ist, dass jedes Land ein eigens bestimmtes soziokulturelles Existenzminimum hat. Also immer ausgehend vom jeweiligen Wohlstand des Landes. hast du da Zahlen oder soll ich das machen? Nee. Sonst kann ich ja was sagen. Nee, mach bitte. Also in Deutschland... Den hier. Einkommenskonzentration nach Gini-Index im europäischen Vergleich 2001. Kann ich dir bieten. Also doch, wieder zurück zu Gini. Also das geht ja um das bedarfsgewichtete Haushaltsnettoeinkommen der neuen OECD-Skala und wir haben hier europäische Länder in der Tabelle und wenn ich das richtig interpretiere, was hast du gesagt, wenn es... 0,799 standen wir 2007. Und war das, wann ist das Vermögen oder Einkommen? Also hier, in dieser Tabelle geht es um die Einkommenskonzentration nach dem Gini-Index und da hat Deutschland einen Wert von 0,25. Und ich denke, steht das jetzt besser oder schlechter da? Vielleicht kann man es auch von der anderen Seite aufziehen. Also, dass ich die 0,799 von 1 abziehe und da wäre ungefähr so 0,211 übrig. Ja? Also haben wir das quasi von der anderen Seite beleuchtet. Wenn man alle Ziffern zusammenrechnet und durch 666 teilt, dann... Entschuldigung. Alles, was wir sagen, ist wahr. Ja. Und sollte so auch geschrieben werden. Ja, wir haben wahr. Voll verbindlich... mit Rotstift. Wissenschaftlich. Mit drei Ausrufezeichen. Korrekt. Lassen wir das einfach. Bitte. Ja. Wir tragen das nach, wo man das nachlesen kann, wer sich echt dafür irgendwie interessiert. Gini-Koeffizienzangaben ohne Gewähr. Man muss wissen, was es ist und worum es geht. Ja, genau. So. Ich glaube, das Prinzip ist klar geworden, dass man halt... Auf jeden Fall, was vor allem heute die Einkommensungleichheit in Deutschland angeht, steht Deutschland nicht gut da, was Gerechtigkeit angeht im internationalen europäischen Vergleich. So. Ja. Um zum soziokulturellen Existenzminimum für den Fall Deutschland zurückzukommen, ist der auf rund 359 Euro festgesetzt. Und das ist alles im Detail ausklamüsert. Da wird einem 359 Euro im Monat zugeschrieben und man hat verschiedene Posten, für die man Geld bekommt. Für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren fallen einem 132,48 Euro zu. Und zahlreiche weitere Sparten haben wir dann.
Internet- oder Online-Dienste zum Beispiel sind hier mit 3,24 Euro verzeichnet. Ja. Wenn man das jetzt mal vielleicht direkt mit der Realität verknüpft, diese, wie hast du das genannt? Das soziokulturelles Existenzminimum. Ja. Wer darunter steht, ist streng arm. Ja, dieses soziokulturelle Existenzminimum ist gleichzeitig das Minimum für Arbeitslosengeld 2. Ja, also diese Zahlen, diese 359 Euro plus irgendwas im Monat sind zumindest am 14.03.2011 nach Wikipedia um 19.13 Uhr. Also steht jedem Deutschen rechtlich zu, dass der Staat gewährleistet. An ALG 2, ja. Dass der Sozialstaat gewährleistet, dass man das Existenzminimum bestreiten kann. Genau. Ausgenommen sind davon Asylanten, die kein dauerhaftes Bleiberecht haben. Die bekommen Sätze unter dem Existenzminimum. Ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Jeweils des Menschen, in dessen Land was, ne? Also, das ist alles immer im nationalen Rahmen. Wenn man sich mal diese Aufschlüsselung nochmal grob anguckt, wir wollen das ja nicht werten, aber vielleicht bemerkt man mal, es geht ja um monatliche Regelsätze und hier werden, was hast du gesagt, Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren sind 132 Euro im Monat pro Person. Das ist schon recht happig. Also 4 Wochen, damit kommt man aber noch hin, aber wenn man dann mal schaut, Bekleidung, Schuhe und so weiter, alles was dazu gehört, sind 35 Euro im Monat. Ja. Kauf von Fahrrädern 0,70 Euro. Das wird damit gerechtfertigt, dass man nicht jeden Monat ein Fahrrad kauft, sondern nur alle paar Jahre. Ja, man spart sich ja als und dann Arbeitslosengeld, als Langzeitarbeitsloser spart man sich ja Fahrräder zusammen. Das spart weiß man ja. Man sich ein paar Monate jeweils die 70 Cent zusammen, bis man sich davon ein ordentliches Rad auf dem Gebrauchtmarkt oder so stehlen kann. Fahrkarten von Bus und Bahn 11,49 Euro. Ich meine, allein wenn ich jetzt nach Köln fahre, dann muss ich ja schon mehr zahlen. Das ist jetzt übliches Fahrkarten für private Zwecke. Es geht jetzt nicht um Reisen oder natürlich nicht. Selbstverwirklichung, das, irgendwas. Das soll das alles nicht gewährleisten. Es geht was, nur um das Was Minimum. Auch total toll ist, ist Bildung. Bildung? Wie viel wird denn für Bildung angerechnet für einen Menschen in Deutschland? 0,00. Ja, macht Sinn. Weil wir wissen ja alle, dass Bildung kein Instrument zur Armuts- oder Ungleichheitsbekämpfung ist. Das war jetzt das war Sarkasmus. Ja. Für alle, die es nicht bemerkt haben. Gut, so viel dazu. Wir wollen uns ja nicht aufregen. Vielleicht hat sich das mittlerweile auch geändert. Also das, was wir vorgelesen haben, weiß ich, wurde vom Verfassungsgericht irgendwie auch in Frage gestellt. Muss neu berechnet werden. Wie es jetzt aussieht, weiß ich nicht. Da muss man selber gucken. Aber so ungefähr. Viel wird sich nicht geändert. Nicht so viel, nee. Höchstens Geldentwertung. Hm. Ja, im Medien erkläre ich jetzt besser auch nicht, weil ich da auch in Definitionssumpf sonst untergehe, wie der Median berechnet. Median ist so ein Ding, was in der Soziologie halt angewendet wird, um wieder die Realität möglichst genau wiederzugeben. Und du bildest entweder den Median oder das arithmetische Mittel. Wie genau, das müssen wir jetzt überhaupt nicht erzählen, aber der Median gibt was Realitätsgetreueres an, mit dem man mehr anfangen kann, wenn man Statistiken und sowas interpretieren möchte. Mhm. Okay. Gut. Also wir haben bestimmte Faktoren, die Armut indizieren, das heißt erzeugen. Beliebte Sachen sind Kinder. Kinder machen arm. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Scheidung oder der Ausbau des Niedriglohnsektors. Wir haben in Deutschland im Jahr 2012 eine Armutsquote von 15,8%. Das heißt, dass 15,8% der Menschen in Deutschland weniger als 50% des Durchschnittseinkommens verdienen. Oh. Okay. Man muss sozusagen, die Mitte der Gesellschaft kann auch damit irgendwie angegeben werden, das waren irgendwie zwischen 80 und 120, je nach Modell, Prozent des durchschnittlichen Einkommens. Oder? Was oder 70 und 150, die Mitte der Gesellschaft? Weiß ich nicht mehr. Als arm gilt ein Haushalt mit 2 Kindern und 2 Erwachsenen, der netto über weniger
als 1.759 Euro verfügt. Mhm. Ende 2011 waren 2,8 Millionen Einwohner arm. 2010 sind 200.000 Personen mehr arm. Das heißt, die Spaltung der Gesellschaft schreitet voran. Was sich dann auch in dem Gini-Koeffizienten widerspiegeln sollte. Ja, die hoffentlich. Die Ausbuchtung wird größer. Mhm, die Beule, die soziale Beule der Bundesrepublik. Ja. Alleinerziehende haben ein Armutsrisiko von 37,6%. Sehr betroffen sind die jungen Menschen. Zwischen 18 und 25 Jahren haben wir ein Armutsrisiko von 22,5%. Jeder zweite junge Erwachsene arbeitet im Niedriglohnbereich. Jeder vierte junge Mann hat einen befristeten Arbeitsvertrag. Bei den Frauen bis 30 Jahren sind es 22%. Mhm. Dazu kommen die Aufstocker, dass man quasi Sozialleistungen empfängt und dazu noch arbeitet. Also, weil die Sozialleistungen alleine nicht ausreichen, das Leben zu bestreiten. Um diesen Mindesteinkommen, Einkommensdings zu erfüllen, wird das dann aufgestockt. Ja. Also jeder fünfte Hartz-IV-Bezieher geht einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach. Also wie gesagt, der Niedriglohnsektor wurde ausgeweitet und atypische Beschäftigung auch. Kann man ganz kurz anreißen, was eine typische Beschäftigung im Gegenzug ist. Mhm. Die definiert sich dadurch, dass man abhängig Beschäftigte hat. Dass die in Vollzeit angestellt sind, unbefristet angestellt, sozialversicherungspflichtig, weisungsgebunden. Mhm. Beispielsweise. Zugeteilte Arbeiterschulung, zeitlicher Einsatz vorgegeben. Das ist so, wenn man abliest, ne? Ja. Die sind so. Des Weiteren in betriebliche Strukturen integriert. Naja, das ist aber... Und aus dem Lohn wird fast der gesamte Lebensunterhalt bestritten. Mhm. Wir werden zu dem Thema Arbeitsbedingungen und so weiter dann auch noch extra mal was aufnehmen. Ja. Zur Arbeitsgesellschaft und so weiter. Und hier optional haben wir noch die räumliche Trennung von Haushalt und Betrieb, aber das kann man bestreiten, ob das dann wirklich so... Ja, vor allem im Zusammenhang mit dem Wandel, eben überall stattfindet, ändern sich ja immer wieder Dinge, und da muss auch die Soziologie dann hinterher sein und neue Modelle finden. Ja. Und schön ist natürlich auch bei einer typischen Beschäftigung, wenn es tarifgebunden ist. Mhm. Was auch nicht immer gegeben sein muss. Da kann man noch die verschiedenen Gehaltsklassen so unterteilen. Also wir haben Teilzeit ist allgemein alles, was ein Gehalt über 800 Euro ist. Teilzeit? Ja. Wenn man ungefähr ein Gehalt von 800 Euro im Monat hat, dann ist das ein Medijob. Und bei 400 Euro sprechen wir vom Minijob. Ich dachte, es geht um Arbeitszeiten dabei. Nee, ich habe hier nur die Gehälter so notiert. Na gut. Ja, kommt ja auch hin. Also es gibt ja auch diese Grenze mit dem steuerpflichtig Einkommensversicherungs... Gott, schneid das bitte raus. Ich bin total betrunken. Ja. Ja, lassen wir das. Ja, es gibt irgendwelche Grenzen und Zahlen. Wir sollten weniger Zahlen und Statistiken machen. Ja, das war jetzt auch der Hauptteil der Zahlen. Also, das war es ja eigentlich schon. Das war nur, um das so ein bisschen zu unterfüttern, was wir so reden. Also, wenn man sagt, die Ungleichheit nimmt zu, wie man das messen kann und wie sich das in Zahlen ausdrückt, bemerkt man. Ja, und das ist ja eben vor allem immer oft oder in großen Teilen immer verbunden mit dem Beruf. Denn Meritokratie, der Beruf als Rückgrat des Lebens nicht, und so weiter, darauf kann man ganz viel zurückführen. Heißt das nicht Meritokratie? Du sagst im Meritokratie. Ja, ich bin betrunken. Ach so. Oh Mann, ich habe auch im ersten Podcast beim Hören dann festgestellt, ich sage immer demokratischer Wandel. Demokratischer Wandel. Das sage ich immer wieder, aber ich meinte auch demografischen. Also ich weiß nicht, das ist mir beim Sprechen überhaupt nicht aufgefallen. Mhm. Gut. Demokratischer Wandel, der Tannenbaum wird zur Zwiebel. Oder, was ich den ja. Vergleich finde ich noch viel schöner, die Urne, die Gesellschaftsurne. Urnen jenseits von Gruppenzwangs. Ja. Übrigens, Teilzeit,
ja. Arbeit, ja. Umgangssprachlich auch in Teilzeit beschäftigt. Davon spricht man, wenn Arbeitnehmer regelmäßig kürzer arbeiten als vergleichbare Vollzeitarbeitnehmer. Also geht wohl doch irgendwie um die Arbeitszeit bei dem Begriff. Aber die Entlohnung ist ja trotzdem irgendwie niedriger dementsprechend. Jemand, der Teilzeit arbeitet, im gleichen Beruf, in welchem Betrieb, verdient weniger als Vollzeitleute. Ja, dann setze ich das mit dem Gehalt auch wieder in Klammern. Jedes Mal, wenn irgendwie Zahlen ins Spiel kommen, wird es ganz, ganz gefährlich. Das ist wie mit den 99%, die nicht abgehört werden, ne? Ja, in Deutschland. Ja. Wenn 1% abgehört wird, sind das ja ziemlich viele. Und selbst wenn es 99,9% sind. Das war doch aber auch eine Lüge. Ja, ja, natürlich. Sogar die Falschdarstellungen sind Lügen. Gott, warum leben wir überhaupt noch hier? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich werde auswandern. Das ist mir suspekt hier in diesem Land. Die skandinavischen Länder, von denen hört man immer nur Gutes. Das hört die NSA, wenn die das hören hier, dann... Ob die sich die Mühe machen, jemanden hören zu lassen, der Deutsch kann? Tja, vor ein paar Jahren hat man noch gedacht, es macht sich doch keiner die Mühe, irgendwie das Internet abzuschnorcheln. Das ist doch absurd. Warum sollte man sowas tun? Das Internet, pff. Da sei auf die neue Folge des Alternativlos-Podcasts hingewiesen. Ja, Alternativlos ist ein super Podcast. Wo im Detail anderes. Die Geschichte der Kryptologie erzählt wird. Mhm. Und wo immer wieder deutlich wird, die Einstellungen, die werden sich doch nicht die Mühe machen in Sachen Abhörung, ist immer falsch. Hast du den schon gehört? Ja, habe ich gehört. Sehr gut, vorbildlich. Ich nämlich nicht. Und es war mir auch echt neu, dass die NSA schon so lange bekannt ist auch. Also in den 70ern war so der erste Skandal drumherum und dann ist es so abgeebbt. Und es ist alles nichts Neues und es hat eine riesenlange Geschichte. So die Abhörkultur. Bei Alternativlos sind generell viele Episoden hochinteressant. Das sind zwar Sachen weit abseits von unseren Themen jetzt, aber das sind Sachen, die das Weltbild so glatt bügeln. Kann man gut mal machen. Ja. Bildung. Ich mochte den Atom-Podcast. Oder Kernkraft. Entschuldigung. Bildung gegen Bullshit. Ja, Bildung gegen Bullshit. Okay, nach diesem... Wunderbar. Kommen wir zum roten Faden zurück. Wo haben wir aufgehört? Bei der Armut. Genau, wir haben die relative Armut definiert. 40-60% unter dem Durchschnitt. Gut, damit würde ich das eigentlich abhaken. Ja, wir hacken das jetzt einfach ab. Ja. Armutsrisiken hatten wir auch gesagt. Kinder, Arbeitslosigkeit, Scheidung, dauerhafte Krankheit. Ja. Dann kommt jetzt der... Was möchtest du als nächstes? Krasse Part. Ich würde... Macht. Macht oder Eliten? Ja, gut, okay. Was möchtest du anfangen? Wir hatten ja die vier Dimensionen, wovon eine die Macht ist. Damit verbunden ist das Thema der Eliten, wo sich insbesondere der Soziologe Michael Hartmann schön befasst hat, schöne Bücher geschrieben hat. Wollen wir zur Macht eine Definition hören? Ja, gern. Dann Max Weber, ne? Nee, Lexikon zur Soziologie vor allem. Ja, ja, aber das hat es ja auch nur von Max Weber. Max Weber war ein sehr schlauer Mensch. Er hat viele Dinge gesagt. Ja, wie zum Beispiel die Definition von Macht. Ja, zum Beispiel Macht, die kann man auch nachlesen in diesem Buch zur Soziologie. Machbarkeit. Machbarkeit. Also Macht wird verstanden als Chance, den eigenen Willen auch gegen den Widerstand der Betroffenen durchzusetzen. Max Weber, Zitat quasi. Macht gilt als Oberbegriff für die verschiedenen begründeten Chancen der Durchsetzung und B, als Oberbegriff für die Teilgruppe der Durchsetzungsansprüche, die keine Anerkennung durch die Betroffenen finden. Plus ganz viele andere Zeilen. Als wichtigstes ist der Anfang für uns. Macht wird verstanden als Chance, den eigenen Willen auch gegen den Widerstand der Betroffenen durchzusetzen. Ja, Macht repräsentiert Einfluss, ja, würde ich sagen. Und die mächtigsten Elitengruppen sind in Wirtschaft und in Politik anzutreffen. Und beide Bereiche sind eng miteinander verzahnt. Mhm. Beispiel Angela Merkel und Springer-Typ, Bild-Zeitungs-Imperator.
Nee, das ist eine Frau. Die das, ach, das ist eine Frau? Mittlerweile ist es irgendwie eine Frau. Aha. Friede Springer. Friede Springer. Mein Gott, der Abschaum... Wertung. Nee, ernsthaft, schneid das raus. Das will ich nicht im Internet haben. Entschuldigung, ich reiß mich auch jetzt zusammen. Und woran liegt das, dass das so verzahnt ist? Es liegt daran, dass diese Eliten den gleichen Hintergrund haben. Die kommen nämlich aus ähnlichen Haushalten und haben ein ähnliches Mindset, eine ähnliche Welteinstellung und vertragen sich dadurch. Man könnte sagen, einen ähnlichen Habitus. Das auch. Ja, und es kommen weniger Menschen von den unteren Schichten in die oberen Eliten. Das haben wir erklärt, dass es schwierig ist, ist unmöglich. Und auch Bourdieu hat sich da insbesondere mit dem Habitus mit beschäftigt. Ja, und stattdessen ziehen die Eliten Leute nach sich, Nachkommen. Die Kooptation auch. Kooptativ, die ihnen ähnlich sind. Macht zieht Macht nach sich. Genau. Und die letzten politischen Beschlüsse haben auch die Eliten insgesamt immer mehr begünstigt. Ein Beispiel dafür ist die Quellensteuer. Also damals hat man für Depots, die man hatte, je nach Größe des Depots bis zu 40% Steuer abgeben müssen. Und dann wurden das alles gleichgewalzt. Jetzt gibt es nur noch die Quellensteuer von 25%, die jeder zu zahlen hat. Ich zahle 25% auf mein 1000 Euro Depot, aber ich zahle auch 25% auf mein 5 Millionen Euro Depot. Und Begünstigte davon sind am Ende die Reichsten. Oder wo sowas auch zusammenspielt, ist ja die Geschichte mit der Hoteliersteuer und so weiter, die die FDP irgendwie durchgedrückt hat, wodurch dann auch natürlich ein großer Sprung im Bild von vielen Menschen von FDP war, dass sie eben größtenteils Klientelpolitik für Gutgestellte und Reiche machen, dass sie eben, ich will nicht sagen Lobby, weil das ist der falsche Begriff, aber dass sie eben bestimmte Interessen, die eben aus der Wirtschaft kommen, in der Politik vertreten. Mhm. Also die Bereiche Politik und Wirtschaft werden beide gesteuert durch Eliten, also die geben die Richtung an. Und gleichzeitig besteht die Gefahr, ganz wertungsfrei, dass die sich annähern. Ja. Das kann man vielleicht so ein bisschen vorausdeuten, wenn wir später nochmal drüber reden, über die Bürgergesellschaft. Mhm. Weil es halt diese intermediären Gruppen gibt zwischen Staat und Gesellschaft. Für den Staat stehen die politischen Parteien und intermediäre Gruppen sind da zum Beispiel die Lobbys, die angesprochenen. Und die vertreten halt bestimmte gesellschaftliche Interessen, wirtschaftliche Interessen. Auch und wirtschaftliche Interessen. Ja. Nicht nur. Ja. Es gibt auch Lobbys, die natürlich nicht Wirtschaftsinteressen vertreten und die müssten theoretisch gleichgewichtet sein. Das Problem ist, es gibt in Deutschland quasi nur die Bereiche Politik und Wirtschaft, die höchsten Eliten stellen. Und die Lobbyisten, die nicht aus der Wirtschaft kommen und versuchen, auf die Politik einzuwirken, haben NGOs. Eine andere Organisationsfähigkeit. Das machen wir in einem anderen Podcast, das ist auch ein sehr schönes Thema. Ja, ja. Okay. Des Weiteren kann man sagen, dass die Eliten sich eigentlich aus der Verantwortung ziehen. Also man spricht zwar von Verantwortungseliten, aber Politiker zum Beispiel schieben die Schuld für Miseren eben auf externe Faktoren, zum Beispiel auf die Globalisierung, auf die Marktwirtschaft. Und da haben wir auch die Rhetorik von Angela Merkel, dass etwas alternativlos ist, dass man quasi in der Politik keine andere Wahl hat und sich quasi nach diesen äußeren Faktoren richten muss. Ja. Ob man das so stehen lassen kann, also sie ist ja auch nicht alleine dran schuld mit den Sachen, ja, mit denen sie so dealen muss in der Politik. Aber es geht um diese Tendenz, dass man immer die Möglichkeit hat, den Miesepeter auf den anderen zu schieben. Heutzutage. Ja, wir leben ja in einer pluralisierteren und pluralisierenderen Welt. Gut. Okay. Davon abgesehen, also davon ausgehend, kann man so Prognosen stellen. In Deutschland haben wir noch kein Feuer am Lodern. In anderen Ländern ist das anders. In welcher Hinsicht? Dass es wirklich
Aufstände dagegen gibt, wo Sachen bewegt werden. Oder Fäuste auf Gesichter knallen. Oder die Polizei, der Gewaltstab, eingreifen muss. In welchem Thema bewegst du dich gerade? Ich bin noch bei Eliten. Also ich bin dabei, dass wir halt diese Ungleichheit zwischen der Gesellschaft haben und dass sich die Eliten immer mehr von den unteren Schichten abkoppeln und ihr eigenes Ding machen. Oder ein gutes Beispiel dafür ist auch, wie der letzte Kanzlerkandidat der SPD, Peer Steinbrück, gewählt wurde. Das war nämlich gar nicht in öffentlichen Rahmen oder so, sondern ja, es gab das Klingel. Das war vor allem nicht, nicht in der, ich sag mal, in der inneren Öffentlichkeit von der Partei, von seiner SPD. Genau. Ja. Das hat ein kleiner innerer Zirkel von Machtinhabern beschlossen und dann war es einfach so. Und alle mussten sich damit richten und damit klarkommen. Okay, das ist jetzt unser Kandidat. Okay, dann machen wir so das Beste draus. Wie das geklappt hat, naja. Egal. Wo hast du das her? Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, ich habe das erst in einem Podcast gehört, der großartig das, war, aber ich weiß nicht, was das war. Das war sogar ein Podcast von Michael Hartmann, also wo er ein Interview gegeben hat über sein letztes Buch Soziale Ungleichheit, richtig. Kein Thema für die Eliten, ja. Weil da hat er gerade dieses Thema, über das wir reden, die soziale Ungleichheit, auf die Eliten bezogen und wie die damit umgehen. Mhm. Und unterm Strich kann man sagen, Ungleichheit ist kein Thema für die Eliten, weil die sind in ihrer Welt, vereinfacht ausgedrückt, und da kann ihnen niemand was anhaben. Wer rein will, muss erst über die Distinktionsgrenze. Genau. Wer nicht reinpasst, wird nicht von oben aufgenommen. Ja, zumindest. Also ist eine eigene kleine Welt. Zumindest eine große. Gegenwärtig kann ihnen niemand was anhaben, aber wenn die Tendenz weiter so geht und die Kluft der Gesellschaft größer wird, dann wird das irgendwann auch in Gewalt ausarten. Oder, um in der Anomie-Theorie-Exkurs von Merton zu sprechen, wo es 5 Gesellschaftstypen gibt, der Anteil der Innovativen wird zunehmen. Also Innovative sind nach Merton Leute, die auch die von der Gesellschaft vorgegebenen Ziele verfolgen, aber die nicht die Mittel haben, um diese Ziele zu erreichen. Das heißt, wertungsfrei wird das als innovativ bezeichnet, aber wir sprechen da von Kriminellen. Und die Konsequenz dieser Ungleichheit wird sein, dass die Kriminalität zunimmt und dass die Gewaltbereitschaft zunimmt. Du meinst, sich selbst ein gutes Leben zu ermöglichen, aber ohne die Mechanismen, die die Gesellschaft zur Verfügung stellt? Ja, also Kriminelle verfolgen ja dieselben Ziele wie du und ich, aber sie bedienen sich illegitimer Mittel, um diese Ziele zu erreichen. Illegal, vor allem. Nicht unbedingt illegitim. Ja. Ja, stimmt, interessant. Da, Kriminelle. Kann ich auch wieder ein bisschen Werbung machen? Nein, warte mal. Kriminelle. Kriminelle werden ja. Nein, warte. Kriminelle haben ein höheres Ansehen als zum Beispiel Schmarotzer. Oder Leute, die generell so als Hartz-IV-Schmarotzer beschrieben werden. Denn wir leben in einer Meritokratie. Meritokratie und Kriminelle erbringen ja tatsächlich eine Leistung. Die ist zwar illegal oder illegitim und auch nicht fair, aber tatsächlich wird etwas geleistet. Ja. Es wird etwas dafür geleistet, dass man was bekommt. Und deswegen stehen Kriminelle am Ende immer noch in der Gesellschaft besser da. Also zum Beispiel ein Steuerhinterzieher, der irgendwie mit Millionen von deutschen Steuergeldern ins Ausland Millionen von Deutschen, Millionen Euro hinterzogen hat, steht besser da als jemand, der zum Beispiel irgendwie jahrelang Hartz IV bezieht und keine Lust hat zu arbeiten, einfach weil ihm die angebotenen Jobs irgendwie nicht passen, erniedrigen möchte. Interessant, oder? Ja, zwei Anknüpfungspunkte, also erstmal um Mertens Anomie-Theorie, die ursprünglich irgendwie von Durkheim formuliert wurde, die er irgendwie modifiziert hat, noch ein bisschen zu erläutern. Es gibt halt diese 5 Typen. Den Innovativen haben wir kennengelernt. Der größte Teil sind Konformisten, die vorgegebenen Ziele mit den vorgegebenen Mitteln erreichen. Dann haben wir die Zurückgezogenen, die sich nicht drum kümmern. Die Ritualisten, also Traditionalisten, die alles immer aus Gewohnheit machen. Und mehr so außenstehend haben wir die Rebellen, die nämlich neue Ziele erfinden und dafür neue Mittel auch erfinden. Und allgemein, was noch zu dem passt, was du eben
hervorgearbeitet hast, ist, dass Rebellen in der Gesellschaft niedriger stehen als Kriminelle, weil Kriminelle erfüllen zumindest noch zu 50% die Gesellschaftsnorm, weil sie immer noch die gewohnten Ziele verfolgen. Wobei du beim Rebell niemals weißt, woran du bist. Ja, sie verfolgen die gewohnten Ziele und benutzen aber auch Mechanismen, die schon bekannt sind. Nichts Innovatives. Ja. Die meisten illegalen, verbrecherischen Sachen laufen ja immer gleich ab. Und Wer mehr darüber hören will, den sei wärmstens die dritte Folge von Cinematologie empfohlen, wo diese Theorie angesprochen wird, in Verbindung mit dem Film Exxon. Denn Cinematologie im Speziellen befasst sich mit Soziologie in Filmen. Und das wunderbar anzuhören und super interessant. So, Werbung Ende. Den zweiten Anknüpfungspunkt wollte ich zu den Steuern setzen, weil du ja von Steuerhinterziehung gesprochen hast. Da kann man noch das Detail nennen, dass Eliten allgemein der Ansicht sind, dass Steuern nicht gerechtfertigt sind und dass der Staat sowieso nicht weiß, was er mit Steuern anfangen soll, währenddessen während die Unterschichten allgemein tendenziell die Einstellung haben, dass Steuern gerechtfertigt sind, weil sie die Erfahrung aus ihrer Vergangenheit gemacht haben, dass der Staat ihnen geholfen hat. Ja, also es sind nicht unbedingt Eliten an sich, aber vor allem Wirtschaftseliten. Ich glaube, man kann das besser umschreiben mit den Milieus und hohen Schichten. Gutgestellte Milieus und hohe Schichten sind generell der Ansicht, dass Steuern Quatsch sind, weil der Staat damit nicht umgehen kann. Und untere Schichten haben die Erfahrung gemacht, dass die oberen Schichten Ansicht sind, dass sie nichts abgeben müssen und deswegen mehr Steuern bezahlen sollten. Steuererhöhung? Gut. Gehört zum guten Ton, dass man Steuern hinterzieht oder dass man so möglichst alle Kniffe ausnutzt, wie man denn Steuern sparen kann und sowas. Das war so eine verdinglichte Grauzonen-Sache, die ja irgendwie ganz normal war. Wobei es ja im legitimen Rahmen immer noch ganz normal ist, dass man versucht, so viel Geld wie möglich rauszuschlagen. Oder Leute engagiert, die einen dann. Naja, Steuerhinterziehung ist aber nicht legitim. Ja, ja, also ich spreche jetzt vom legalen Rahmen, also von dem, was man... Und Schlupflöcher auch nicht unbedingt. Ja, aber das kann man ja Schlupflöcher nennen. Bewegen sich außerhalb vom verbreiteten System. Die Löcher, die auf dem gangbaren Weg liegen. Weil alles aber nicht gewollt, das ist... Würde ich so nicht, aber ist ja nicht so wichtig. Ja, Steuern ist jetzt echt auch nicht mein Thema, ehrlich gesagt. Also, wie der Minenfeld. Ach, bist kein Steuerexperte? Zufällig nicht, nee. Und wollen wir kurz noch sagen, dann, dass es noch. Wir haben ja gesagt, es gibt so Machteliten in Deutschland, in Politik und Wirtschaft vor allem. Das sind die Ausschlaggebenden. Und vielleicht kann man noch Beispiele bringen von anderen Ländern, zum Beispiel Militär und Religion. Sind ja auch Subsysteme der Gesellschaft, die in anderen Gesellschaften die Elitenposition stellen. Zum Beispiel in Ägypten, als das Militär jetzt irgendwie dann die Revolution abgeklemmt hat und selbst einfach jetzt den Ton angibt. Oder die Religion, die Vatikan, gut, das ist jetzt ein stumpfes Beispiel, aber wo gibt die Kirche ordentlich den Ton dann noch in Ja, aber auch politisch, also jetzt wirklich politisch. Ja, was heißt politisch? Die Politik ist nicht so wichtig wie die Kirche. Das war zum Beispiel im Mittelalter so. Da hat die Politik ja wohl kaum was zu melden und die Kirche hat die Vorgaben gemacht. Aber wir reden ja von der Gegenwart. Ja. Aber ich ziemlich eindeutig. Wir springen auch gerne mal 100 Jahre hin und zurück ohne. Ja, stimmt. Ja. Aber ich habe die Eliten tatsächlich noch nicht außerhalb Deutschlands mir angeguckt. Von daher bin ich jetzt übermannt von deiner. These. Natürlich stimmt das. Andere These, Länder haben andere. Ich denke, die wenigsten Sachen, die ich sage, sind nicht begründbar. Ach so. Ja, aber Thesen sind ja auch nicht begründbar. Natürlich, eine These ohne Argumente ist Abfall. Eine These ohne Studie ist fleischlos. Studien. Ja. Amerikanische Forscher haben herausgefunden, dass die Wissenschaftler festgestellt. Wissenschaftler haben. Experten. Ich bin ja Experte. Ich weiß alles über Experten. Ja.
Zufall durch den Irrtum. Machen wir weiter. Ja. Vielleicht sollen wir ein bisschen was über Bourdieu noch sagen, weil er eigentlich der Mann ist. Hinsichtlich der Machtstrukturen. Hinsichtlich Prekariat. Und dann können wir ja zum Beruf springen. Also Bourdieu, ich weiß nicht, ob er den Begriff geprägt hat, aber man bringt ihn gerne mit Prekariat in Verbindung, weil er sehr viel darüber geschrieben hat. Prekär beschäftigt ist jeder, der eigentlich mehr oder weniger von Armutsrisiko bedroht ist. Mhm. Also auch in relativ sicheren Positionen sind sich die Leute nicht sicher, ob sie in 5 Jahren immer noch so sicher dastehen werden. Und das Prekariat ist quasi immer so als Drohung im Hintergrund und beeinflusst das Denken und das Handeln der Menschen. Mhm. Natürlich nicht die Leute in den Eliten, weil die sind oben und die bleiben auch oben. Eliten sind prinzipiell eher keinen Armutsrisiken ausgesetzt. Ja. Interessant auch übrigens nochmal zur Vermischung von Politik und Wirtschaft. Vor der Bankenkrise war ja gerade der Bankensektor derjenige, also die Wirtschaft, wenn man so will, der immer ganz laut geschrien hat, dass sich die Politik raushalten soll aus den freien Märkten. Mhm. Nach der Bankenkrise kam dieser Wirtschaftssektor Banken an und dann musste die Politik eingreifen und fordern. Ja. Interessant. Ja. Und gerettet. Das heißt, gerettet die Leute, Moment, die Leute, die da in den Eliten sitzen, bei den Banken, jetzt völlig wertungsfrei, sind nicht mal dann von dem Risiko, dass sie eingegangen sind, dass das Ganze nämlich irgendwann mal crasht, betroffen, dass das da war, denn sie wurden einfach gerettet. Ja. Nach dem Too-Big-to-Fail-Prinzip und das, was wir hier machen, ist so grundlegend, wenn wir hier freidrehen, dann wird uns schon jemand helfen, weil ohne uns geht's nicht mehr. Ja. Nach dem Gedanken, also noch nicht mal, wenn das, was in manchen Elitenpositionen offenbar vollzogen wird, wenn das wirklich vor eine Wand fährt, noch nicht mal dann besteht das Risiko, dass jemand zur Verantwortung gezogen wird oder dass dieses Subsystem in der Wirtschaft zusammenbricht oder abgeschafft wird. Ja. Gut. Zurück zu Bourdieu. Wir werden das. Ja, Bourdieu einfach fand das auch nicht gut. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich meine, nee, nichts, das sind natürlich große Themen und so. Und Bourdieu war ja Franzose. Ja. Hat Bücher geschrieben. Ja. Wurde mal von Günter Grass interviewt und Günter Grass hat zu ihm gesagt: Herr Bourdieu, hier Ihr Buch, Das Elend der Welt hieß das in dem Interview. Ich habe das gelesen. Können Sie nicht mal ein bisschen lustiger schreiben? Ja, okay. Das war bevor der vorgestorben ist. Kleine Voraussicht. Ich bin auch schon tot. Zur nächsten Folge, die höchstwahrscheinlich über Milieus gehen wird, werden wir wieder über Bourdieu reden, weil er hat den sozialen Raum erfunden, sage ich jetzt mal, das Modell quasi, um die Gesellschaft vereinfacht in einen Raum darzustellen. Und das werden wir dann besprechen. Jetzt gehen wir noch mal kurz auf die drei Kapitalsorten ein, die er geprägt hat. Das ökonomische, das kulturelle und das soziale Kapital. Mhm. Das jeweils verschiedene Kapitalsorten sind, um in der Gesellschaft zu bestehen oder aufzusteigen. Und man muss sagen, ist der Begriff Kapital bedeutet, dass das, was man hat, das wird auch eingesetzt. Genau, weil das, genau. Man trainiert sich nicht nur irgendwas an und bleibt dann zu Hause, sondern beispielsweise soziales Kapital, man geht und vernetzt sich. Unterschied zum Beispiel zum Vermögen, was man einfach hat, ohne es jetzt konkret investieren zu müssen. Richtig. Danke. Ja, bitte. Also das ökonomische Kapital ist ziemlich eindeutig, das ist halt das materielle. Das kann nicht wahr sein. Das ökonomische ist das materielle und Geld übertragbare Kapital. Das kulturelle Kapital, das kann man einerseits teilen in inkorporiertes und objektiviertes und dann noch institutionalisiertes Kapital. Das heißt, inkorporiertes kulturelles Kapital ist zum Beispiel Bildung, die man verinnerlicht hat, die andauert und nicht kurzfristig übertragbar ist. Verstehe ich nicht.
Das wird klarer, wenn wir das mit dem objektivierten kulturellen Kapital vergleichen, weil das ist zum Beispiel ein Gemälde von Picasso, das ich mir in meinem... Meinst du jetzt einfach kulturelles und hochkulturelles Kapital zu unterscheiden? Alltagskulturelles und hochkulturelles? Das ist ja noch was anderes, alltagskulturell und hochkulturell. Das hochkulturelle Kapital hast du für die Eliten, ja, oder Niveaumilieu, wie wir es später erklären werden. Und der Alltag reicht fürs Alltag, also für den Alltag. Ne? Das aber ist wieder was anderes. Kulturelles Kapital würde doch auch bedeuten, ein Gemälde interpretieren zu können. Ja. Ja, na sowas. Okay. Ja, so kann man das sehen. Ja, ja. Aber ich meine damit, wenn ich mir ein Gemälde von Picasso in den Raum hänge, dann brauche ich quasi das inkorporierte Kapital, um erklären zu können, warum dieses Gemälde jetzt gut ist. Wenn ich mir das hinhänge und nichts darüber sagen kann und nichts über den Künstler weiß oder in welcher Form auch immer was dazu sagen kann. Dann fehlt das hochkulturelle Kapital dafür. Genau. Und dann bin ich ein Snob. oder ein Parvenu. Und das institutionalisierte kulturelle Kapital ist zum Beispiel ein Zeugnis. Also das sind Objekte, die davon Zeugnis ablegen, was du für Bildungsabschlüsse erreicht hast. Vielleicht vermittelte kulturelle Fähigkeiten, die durch, wie der Name schon sagt, durch Institutionen vermittelt werden. Also Familie, durch normale Institutionen, Familie und Schule. Ja, aber Beruf, die Familie kann ja kein institutionalisiertes Kapital. Die Familie als Institution bringt ja auch Sachen bei. Okay, aber das internalisierst du. Also du hast am Ende nicht ein Zeugnis von deinem Papa in der Hand, was heißt, ja, ich habe jetzt die Normen und Werte von Papa Sven verinnerlicht. Hier, mein Beweis. Hier ist meine Zertifikanz. Okay. Und zu guter ist das so einigermaßen verständlich, wie ich das erklärt habe? Ja, es ist verständlich, aber für mich machen die Begriffe nicht, ehrlich gesagt, nicht viel Sinn. Das ist okay. Vielleicht also ist das einfach Sinn, aber die Anwendbarkeit stelle ich mal in Frage. Also es ist natürlich sinnvoll, Bourdieu ist immer sinnvoll, meiner Meinung nach. Aber es gehört zum Thema soziale Ungleichheit und dann darfst du das auch erzählen. Okay. Mach jetzt mal weiter. Ja, das dritte ist das soziale Kapital. Das sind die potenziellen Ressourcen, die auf die Zugehörigkeit einer Gruppe basieren. Das heißt, ich brauche soziales Kapital, ich brauche soziale Netzwerke, Beziehungen, um weiterzukommen. Bei sozialem Kapital geht es darum, es geht um die Fähigkeit, überhaupt Netzwerke und Beziehungen herzustellen und zu knüpfen. Ja. Ja. Kannst du dich mit Fremden unterhalten? Das heißt, kannst du, Schwung zu dem Interaktionalismus von der letzten Episode, Interaktionalismus. Das ist furchtbar. Ja, Krabmann. Ja, Krabmann. Kannst du die Gesten und so weiter richtig interpretieren und daran anknüpfen? Mhm. Das ist gleichzeitig auch die Fähigkeit, wo kulturelles und soziales Kapital aufeinanderfällt. Kannst du das richtig deuten, also die kulturelle Bedeutung herausfinden und kannst du dann sinnvoll anschließen, die soziale Bedeutung. Und das soziale Kapital ist eigentlich das Wichtigste, was die Mobilität angeht. Mhm. Und das unterscheidet sich von der Wirtschaftssicht, wo man nur von Humankapital redet. Und du kannst mit dem Humankapital, mit deinem Fleiß, mit deiner Kompetenz, mit deinem Fachwissen bis ins mittlere Management kommen, aber niemals ins Top-Management. Denn da brauchst du dann das soziale Kapital, da brauchst du die Connections, das Vitamin B, die Beziehung. Und da ist es allgemein immer besser, viele lose Beziehungen zu haben, als wenige enge. Weil das hat auch der Sonntagssoziologe in einer... Der sagt das andersrum, ich habe das auch gehört. Ja, nee, genau so. Um die obersten Chefetagen zu kommen, brauchst du nur noch wenige Beziehungen, die dafür in guten Bereichen stattfinden. Bis in den mittleren aufzusteigen, brauchst du am besten ganz viele. Kommt drauf an, ob du Mann oder eine Frau bist und ob du jung oder alt bist. Also das heißt, wenn du eine Frau bist, dann solltest du dir einen Mentor suchen, der dich möglichst weit hochzieht und dich dann ganz klammheimlich von ihm losmachen, wenn du mächtig genug geworden bist. Aber für die normalen Männer gilt es... Wie Angela Merkel an der SPD. Oh, snap, Entschuldigung. Gilt es, möglichst viele lose Beziehungen in verschiedenen Klicken zu haben, in verschiedenen Teilsegmenten der Gesellschaft, damit du dann immer die wichtigsten Informationen möglichst als erster da hast. Weil
Im Top-Management kommt es darauf an, als Erster die richtigen Informationen zu haben. Einschub? Ja. Gerade Thema Information. Information und Wissen ist natürlich auch eine Ressource. Also wir hatten ja Wohlstand macht Bildung und so weiter. Aber Information, also vor allem kurzfristige Information, ist vielleicht für die ganze Gesamtgesellschaft noch keine grundlegende Ressource, die wirklich nennenswert ist. Ja. Aber in bestimmten Bereichen mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Also wir gehen jetzt ein bisschen weg vom roten Faden, aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, all das, worüber wir reden, all diese Modelle, sind ja immer nur Versuche, etwas super Kompliziertes vereinfacht darzustellen. Und dabei werden natürlich auch viele Sachen unter den Teppich gekehrt. Ja. Und so Information als Kapital, klar, stimmt. So habe ich das noch nie betrachtet. Oder was auch dazugekommen ist, war auch das Körperkapital. Das hat Bourdieu ja gar nicht genannt. Das hat irgendein anderer dann zugefügt. Also das war ja bei Konsumromantikern. Und dementsprechend könnte man auch andere Kapitalsorten noch mit einbeziehen. Es kommt immer darauf an, was man herausfinden will. Ja, wir reden ja auch vom Informationszeitalter, wo Kriege um Informationen geführt werden. Oder hier NSA, ich meine, wie viel Aufwand darin gesteckt wird, damit man Informationen bekommt. Oder was man alles damit anstellen kann. Steiner Vergleich. Aber, ja, ist ja so, NSA macht ja vor allen Dingen wirtschaftlich Sinn. Also Terroristen werden damit nicht gefunden, aber wir können exzellent damit Informationen über Wirtschaftsunternehmen in internationalen Verfassungen. Dafür gibt es doch gar keine Beweise, das ist eine völlig haltlose Behauptung. Ja, ja. Du linker Parasit. Ja. Da sah er auch auf eine Folge von Karls Dialoge, ich weiß jetzt nicht, welche Folge verwiesen, aber irgendwo bei den Karls Dialogen interviewt Herr Breitenbach XY, der dazu also interessante der, Sachen zu sagen. Der Verdacht, dass die NSA natürlich vor allem Wirtschaftsspionage betreibt, ist generell gegeben, seit das Thema aktuell ist. Und die müssen sich finanzieren. Ich weiß nicht, ob man denen unterstellen kann, dass sie das wirklich glauben, was sie sagen mit diesem Post-9-11-Scheiß. Ist man einfach nicht drin in den Amerikanern. Was? Sollen wir zurück zum roten Faden? Ja, nicht unbedingt. Also, wo waren wir denn? Immer noch bei Bourdieu. Wo ich noch sagen möchte, er hat dieses Spiel mit den Kapitalsorten mit einer Pokerrunde verglichen, wo verschiedene Spieler sitzen, die verschiedene Chips haben. Ja? Und die Chips haben drei Farben, die für die unterschiedlichen Kapitalsorten stehen. Und jetzt wird ein Wertungskampf geführt. Also niemand setzt sich weg von dem Tisch, um das Spiel selbst zu verweigern. Jeder spielt mit, aber jeder will, dass seine Chips, die er jeweils hat, möglichst gut bewertet werden. Wie viel ist ein Kulturchip wert im Vergleich zu drei ökonomischen Chips? Ja? Das will ich erstmal in den Raum werfen, damit man das später noch in einem anderen Rahmen wieder aufgreifen kann. Da bin ich mal gespannt. Ja, gut. Okay. Von hier würde ich mal einfach in den Beruf steigen. Überleitung. Bourdieu, Beruf. Ja. Beides mit B. Ja. Bildung auch. Bourdieu, Bildung, Beruf. Das hängt sogar irgendwie zusammen. Bourdieu bildet. Bourdieu war auch gut gebildet. Bourdieu ist ja in die intellektuelle Elite aufgestiegen und hat damit auch seinen Platz nach oben gesichert. Aber der ist tot. Ja. Bourdieu hat ja Attac mitgegründet, ne? Echt? Mhm. Das wusste ich gar nicht. Krasser Typ. Aha. Er hat übrigens auch im Stand der intellektuellen Elite sehr kritisch gegenüber, die immer so mit den Untern so sympathisiert hat, aber im Grunde genommen so seine Aussage vereinfacht, hatten die gar keine Ahnung von den Leuten da unten und haben eigentlich nur für sich selbst gesprochen. So. Ja, dass das halt auch so zum guten Ton gehörte. Das, genau. Nett nach unten zu sein, weil man kann sich ja leisten. Dem Pöbel auch mal was hinzuwerfen. Wenn ich unendlich viel Zeit hätte, würde ich mal Bourdieu lesen. Ich auch. Homo Academicus, der Mensch der Universität. Also was für ein Habitus jetzt speziell die Professoren so in den Tag legen. Ich würde gerne sein riesiges Buch lesen, Das Elend der Welt.
das haben wir vorhin schon mal angesprochen. Das kostet aber echt irgendwie 30 Euro irgendwie. Das ist auch so ein riesiges Ding. Wenn ich mir das kaufe, weiß ich nicht, ob ich da momentan Zeit für habe, aber ich nehme es mir mal vor. Naja. Studium. Also man kann es ja auch. Das wird auch nicht besser. So ins Regal stellen und dann die CD-Welt zu wirken. Überhaupt, jeder braucht eine Scheinbibliothek. So eine Wand mit so Büchereien, die eingebunden sind, mit so Goldeinlagen. Eigentlich braucht man ja nur die Buchrücken, ne? Also man bräuchte ja nicht mal das stimmt. Buch. Also so wie bei so Einrichtungshäusern, wenn das keine echten Bücher sind, sondern nur so Pappdinger, die aussehen wie Bücher. Das reicht ja eigentlich schon. Zum Oder so ein Hologramm. Wir schweifen ab. Beruf. Was ist denn mit dem Beruf? Haben wir überhaupt... Ungleichheit in Berufen. Ja, also... In der Arbeitswelt allgemein. Wieso? Wie? Schlechte Überleitung. Also Beruf ist ja ein Merkmal von sozialer Ungleichheit. Das heißt, ein Beruf macht Chancenungleichheit in der Gesellschaft aus. Es gibt gute Berufe, es gibt schlechte Berufe. Richtig. Es gibt Vollzeitbeschäftigung, es gibt Teilzeitbeschäftigung. Es gibt Werkverträge, Leiharbeit. Genau. Und so weiter. Das wirkt wiederum in die Bereiche der verteilten Ressourcen in der Gesellschaft. Ja. Dazu muss man sagen, der Beruf ist ja ausschlaggebend für viele Dinge in Deutschland oder halt in westlichen Gesellschaften generell und wirkt tatsächlich in eigentlich allen Sachen. Also mit Beruf ist direkt Wohlstand verknüpft, nämlich das Einkommen und das Vermögen in zweiter Stelle. Macht auch, zumindest was den eigenen Betrieb angeht, ein guter Beruf ermöglicht mehr Macht. Und man braucht eben auch Bildung, um einen Beruf zu erlangen. Mhm. Um das nochmal auf die Dimension zu beziehen. Mhm. Wunderbar. Völlig dahergeholt, oder? Nö, schön. Und jetzt ist es ja so, dass wir ein Problem mit unserem demografischen Wandel haben. Man spricht da von der Alterung der Gesellschaft. Das heißt, früher... Der demokratische Wandel. Der demografische Wandel. Früher hatten wir eine Gesellschaftspyramide. Also wenn man die Alten ganz nach oben packte und die Jungen ganz nach unten, dann hat das die Pyramidenform gebildet. Es gab ganz viele junge Leute, mittelfiele, nicht so alte Leute und ganz wenig alte Leute, die einfach weggestorben sind irgendwann. Genau. Und jetzt ist es mittlerweile eine Zwiebel geworden. Das heißt, so die Leute zwischen 40 und 50 aufwärts sind der Großteil der Gesellschaft. Die Babyboomer sind übrigens auch so die, dann danach, die meisten Mitglieder der Machtelite und davon abgesehen auch in Popkultur, Madonna. Überall kann man die Leute so sehen, so aus der 60er Generation, 60 um so Pi mal Daumen geboren. Naja, ich glaube, das löst sich gerade so ein bisschen. Werden ja noch älter und dann entsprechen sie in einen eigenen Standards nicht mehr, die sie gesetzt haben. Jung sein natürlich schon so. Egal, red weiter. Und das ist problematisch, weil wir haben mit dem Rentensystem den Gesellschaftsvertrag. Nicht auf den Tisch hauen. Ja, das ist sehr schlecht, wenn ich auf den Tisch haue. Ja. Das heißt, ich zahle nicht in meine Rente ein, sondern ich zahle die Rente der heute aktiven Rentner. Der Generationenvertrag. Und wenn ich Rentner bin, dann werden die Leute, die gerade zu meiner Zeit leben und arbeiten, meine Rente quasi unterstützen. Aber ich habe dann ein Problem, weil bei mir werden noch weniger junge Menschen da sein. Das ist die Tendenz. Also das heißt, auf einen Jungen wird in der Zukunft wahrscheinlich werden zwei Rentner zukommen, die er mehr oder weniger mit seinen Beiträgen ernähren muss. Das ist ja nett gemeint, aber was hat das mit dem Beruf zu tun? Ja, das wollte ich jetzt machen, denn daraus ergibt sich der Bedarf nach mehr Arbeit. Und es gibt zwei Möglichkeiten, mehr Arbeit zu schaffen. Man kann entweder die Frauenerwerbsquote steigern oder man kann die alten Menschen länger arbeiten lassen. Die Rente mit 67... Ist ja noch nicht gemacht. Das oder? Hat nichts mit dem Punkt Beruf an sich zu tun. Es gibt eine soziale Ungleichheit vielleicht im Prinzip, was jetzt das Alter angeht. Und es gibt natürlich soziale Ungleichheit in Bezug mit dem demografischen Wandel, weil das zusammenhängt. Aber dieser Generationenvertrag, die Arbeitszeiten, dieses Einzahlen in die Rentenkassen und so weiter, das ist
ist eine andere Sache. Das ist ein Effekt des demokratischen Wandels. Ja, aber das Alter ist doch eine Determinante von Ungleichheit. Richtig, aber ja. nicht unbedingt nur in der Hinsicht, wie das mit den Renten aussieht, sondern Alter ist vor allem, was zum Beispiel Teilhabe an der Gesellschaft angeht, ist es eine Sache. Oder wie du gesagt hast, wie die Machtverteilung aussieht. Wir werden ja regiert von alten Männern. Das bedeutet, die Macht, die Ressource Macht liegt bei Geschlecht Mann und Alter alt, alte Leute, wenn man so will. Da kann man das gut verbinden. Okay, da bleibe ich in dem Bereich. Die Gerontokratie. Da bin ich dafür, und das ist jetzt wertend, dass man, was nicht passieren wird, aber man darf ja träumen, dass man das Wahlrecht ab Geburt einführt. Und dass ich wählen darf, sobald ich wählen will. Mhm. Egal wie alt ich bin. Ich meine, sobald ich 18 bin, darf ich ja unbegrenzt wählen. Auch mit 100 darf ich noch wählen. Warum darf ich nicht mit 17 wählen? Warum darf ich nicht mit 15 oder mit 10 wählen? Ich finde das, was du vorschlägst, ehrlich gesagt, ich bin zwar relativ linksliberal, glaube ich, aber ich finde das nicht so gut. Argumente? Menschen, die irgendwie noch Kinder sind, haben gar keine politische Mündigkeit. Das haben ja nicht mal viele Leute, die als erwachsen gelten, die sind auch politisch nicht mündig. Ich verstehe deinen Punkt, aber als Voraussetzung dafür, dass zum Beispiel kinderreiche Familien ein höheres Stimmgewicht haben als Kinder, ja im Endeffekt Kinderlose, die ja die extra Stimmen von ihren Kindern nicht zu kriegen, dazu gehört aber auf jeden Fall auch eine politische Bildung und demokratisches Bewusstsein. Ja, aber das. Ohne diese Grundlagen macht das keinen Sinn. Ich finde dieses Argument leer. Weil, warum ist denn der 50-Jährige per se politisch gebildeter als der 10-Jährige? Weil er in seinem Leben mehr Erfahrung gesammelt hat. Der 10-Jährige kennt die Schule und seine Familie. Der 50-Jährige hat wahrscheinlich, wenn er nicht viel Glück gehabt hat, in der Gesellschaft Erfahrung gemacht. Um auf das Thema zurückzukommen, mit der sozialen Ungleichheit, die herrscht, und auch mit der Ungerechtigkeit, die damit dann irgendwie verbunden wird, und wird sich überlegen, was er wählt, bestenfalls. Es ist doch, die Tendenz ist doch, dass in den oberen Schichten, speziell in den Eliten, die Älteren bis Alten sind. Mhm. Und dementsprechend werden die Parteien wählen, die ihr System aufrechterhalten. Mhm. Und die Jungen im Gegenzug haben nicht die Chance, die Parteien zu wählen, die dem entgegensetzen. Und dadurch wird eine Veränderung unwahrscheinlicher gemacht, weil du diesen Großteil der 50 und Plusjährigen hast, die dementsprechend wählen, dass alles so bleibt, wie es ist. Das ist eine andere Skalierung. Also, wenn du jetzt davon redest, was für ein Alternativsystem hat die junge Generation mit ihren mangelnden Erfahrungen und beschränkten Weltbildern anzubieten? Wie demokratisch legitimiert ist das? Ich beiß mich halt an dieser Einstellung, dass du ab einem gewissen Punkt, wo immer auch dieser Punkt sein soll, mündig oder mündig genug bist, um okay zu wählen, dass es akzeptiert ist oder akzeptabel. Ich meine, wo ist denn der Unterschied? Ich meine, das Prinzip der Demokratie ist doch, dass jeder eine Stimme hat, egal wie diese Stimme aussieht. Es geht einfach um das, um die grundlegende Möglichkeit, seine Stimme abzugeben. Warum bin ich denn erst ab 18 bereit, meine Stimme abzugeben? Also ich persönlich war mit 18, hatte ich politisch gar keine Ahnung. Andere haben mit 50 politisch keine Ahnung. Andere beschäftigen sich damit mehr und sind vielleicht mit 15 schon politisch aktiv. Das ist doch immer unterschiedlich. Warum ist die Grenze gerade bei 18 Jahren? Das ist doch beliebig. Und nicht nur beliebig, man könnte diese Grenze komplett aufheben. Diese 18-Jahres-Grenze ist nicht beliebig.
es ist ja nicht nur die 18-Jahres-Grenze für die Wahlbeteiligung, sondern es gibt auch, es ist auch was Juristisches. Mit 18 bist du ja hier nach, gerade nur noch so nach Jugendstrafrecht irgendwie zur Verantwortung zu ziehen und so weiter. Ja. Also man hat sich da schon was überlegt. Ja, aber nichtsdestotrotz. Du kannst das natürlich ändern wollen. Nichtsdestotrotz ist die Zahl beliebig. Es könnte auch 17 sein, es könnte auch 15, es könnte auch 22 sein. Na, die Zahl ist an sich nicht beliebig. Da hat sich sicherlich jemand was bei gedacht. Ich bin auch kein Experte, warum natürlich das da festgelegt wird, aber die Zahl macht für mich zum Beispiel Sinn. Natürlich haben die sich was dabei gedacht. Ich bin dafür, dass das Wahlalter gesenkt wird auf 16 Jahre. Das fände ich okay. Ich bin aber noch viel mehr dafür, dass viel mehr politische Aufklärung und Möglichkeiten zur Beteiligung an politischen Prozessen geschaffen werden. Das finde ich viel wichtiger, als das Wahlalter zu senken. Natürlich könnte man damit und Familien zum Beispiel, die zwei oder drei Kleinkinder haben, die haben direkt zwei Stimmen mehr oder drei. Ja. Damit benachteiligst du aber Leute ohne Kinder. Also, es macht in gewisser Weise Sinn, aber gleichzeitig wird das die Gesamtsituation nicht verbessern, ohne eben diese politische Mündigkeit herzustellen, die Leute dazu mental prägt, daran teilzunehmen. Politische Bildung ist natürlich immer der Königsweg. Ja, stimmt. Entweder du machst was oder du machst was. Wir haben diese riesige Politikverdrossenheit in der Gesellschaft. Warum? Weil man allgemein resigniert und denkt, die da oben, da kann ich ja eh nichts machen. Die werden halt weiterhin entscheiden. Ich finde nicht, dass wir eine Politikverdrossenheit haben. Ja, die Wahlbeteiligung ist jetzt nicht so hoch. Ja, das liegt daran, dass wir haben eine Verdrossenheit bezüglich dieser Politik. Aber nicht allgemein. Also ich denke, jeder Mensch, der irgendwie Erfahrungen mit der Gesellschaft gemacht hat, hat eine politische Meinung und Position. Wenn du aber deine Interessen nicht durchsetzen kannst, dann gehst du natürlich auch nicht wählen. Und was die Wahlbeteiligung angeht, man muss sich nicht wundern, wenn die Leute, für die sich keine Sau interessiert, die 4 Jahre hinweg, nachdem die Wahl zu Ende ist, wenn die sich auch nicht mehr um die Politik kümmern, sondern sehen, dass sie ihre eigenen 7 Sachen beieinander halten. Weil politisches Interesse ist in dieser Hinsicht auch schon, oder Maturität, ja, politisches Bewusstsein ist in diesem Sinn auch eine Ressource für eine funktionierende, ordentliche, demokratische Gesellschaft. Das ist aber auch ungleich verteilt. Du brauchst auch Freizeit, um dich mit Politik zu beschäftigen. Wenn du den ganzen Tag am Arbeiten bist, du kriegst nicht viel Geld raus irgendwie, du hast einfach kein happy, lustiges Leben, du hast eine pessimistische Lebenseinstellung, dann wirst du dich nicht auf die Politik stützen, um deine Situation zu verbessern. Und das Wahlalter für Säuglinge und so weiter, Das müsste man ganz nur, vorsichtig auseinandernehmen. Dass du wählen kannst, sobald du wählen willst. Ja, egal, wie alt du dann bist. Aber nicht, dass du dazu gezwungen wirst, durch irgendjemanden, der das mal festgelegt hat, so und so lang zu warten. Aber ja, es ist ja eh ein Großteil der Bevölkerung anscheinend dagegen. Von daher ist das auch nur ein theoretischer Gedanke. Naja, wenn man wieder davon ausgeht, dass wir in der Meritokratie leben, in der Leistungsgesellschaft, in der abgeleitet davon die Wirtschaft halt am wichtigsten ist, der es faktisch in Europa besser, der deutschen Wirtschaft besser geht als anderen Staaten in Europa, dann kann man auch CDU wählen. Das kann dir persönlich vielleicht nicht passen, weil die CDU nicht unbedingt die familienfreundlichste Partei ist, was eine moderne Gesellschaft angeht. Das heißt ja nicht, dass das System nicht funktioniert. Es funktioniert zwar nicht besonders gut und man leidet auch drunter, aber Mutti macht das schon. Mutti macht das, aber hallo, Angie. Ja. Die alte Frau in der Wahlkabine. Was muss ich ankreuzen, damit Frau Merkel Bundeskanzlerin wird? Ja, ja. Man weiß doch, dass man seinen Kanzler
Ja, das ist König und Kanzler schon seit seit der Paulskirchenverfassung 1848. Das hat schon damals so gut funktioniert und das ist drin. Kriegst du nicht mehr raus aus dem Deutschen. Sind wir eigentlich schon fertig? Überleitung, Zurückleitung, Ableitung. Jedenfalls steigt die Lebenserwartung durchschnittlich. Steigt meine Lebenserwartung pro Stunde um... Nee, warte mal. Können wir das bitte in ein separates Thema packen? Ich wollte nur sagen, dass die Menschen immer älter werden und dass es halt ein Problem ist und... Und dass man dem entgegenwirken muss, und das kann man entweder machen, indem die Leute länger arbeiten oder dass mehr Frauen arbeiten. Und damit verbunden... Die Leute können auch härter arbeiten, dann werden sie nicht mehr so alt. Ja, aber dann sind wir nicht mehr im Sozialstaat. Und damit verbunden kommen wir zu den Frauen, nämlich dem Geschlecht, als weitere Determinante von sozialer Ungleichheit. Ja. Und das ist relativ klar. Es gibt Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein. Ja. 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 Eingangs gesagt, wer als Frau geboren wird, ist auch in Deutschland erstmal, was moderne Methoden angeht, in der Gesellschaft aufzusteigen, schlechter gestellt. Sprich, er leidet unter den Chancenungleichheiten zwischen den Geschlechtern, an die zu erlangenden Ressourcen zu kommen. Richtig. Mhm. Also wir haben ja eingangs schon gesagt, dass es einen Gehaltsunterschied zwischen Mann und Frau von 20% gibt. Allgemein. Und allgemein ist es auch so, dass Mütter zunehmend im Teilzeitsektor arbeiten, im Vergleich zu den Vätern, die meistens dann weiterhin in Vollzeitarbeit bleiben. Resultat ist mehr Ungleichheit, mehr Unsicherheit, weniger Bereitschaft, den Kinderwunsch zu erfüllen, weil es mit höheren Risiken verbunden ist und damit einhergehend weniger Geburten und eine noch krassere Veralterung der Gesellschaft. Mhm. Schön knapp. Lösung: mehr Gerechtigkeit, mehr Gerechtigkeit, nein, Gleichheit. Mehr Gleichheit zwischen Mann und Frau. Chancengerechtigkeit ist tatsächlich doch. Ja, aber das ist ja nicht wertend dann. Ja, Chancengerechtigkeit bedeutet aber, dass es gerecht ist, dass Männer und Frauen gerechte Chancen haben, an diese Ressourcen zu kommen, die in den Dimensionen wirken, die wir am Anfang hatten. Um das ein bisschen zu untermauern, weil es ist ja nicht so, dass wir einfach nur leere Gedankenhülsen von uns geben, die absolut haltlos sind. Es gibt Studien. Es gibt Studien, erhobener Zeigefinger, die diese Thesen bekräftigen. Da seien in diesem Bereich zwei Sachen genannt. Einmal die Studie Emanzipation oder Kindergeld von 2008 von Steffen Krönert und Rainer Klingholz, die sich mit Familienpolitik befasst. Und die Kernthesen, die Ergebnisse, also es wurden Vergleiche angestellt zwischen den unterschiedlichen europäischen Staaten und als Ergebnis kam raus, dass Wohlstand mit Nachwuchs einhergeht, entgegen des demografisch-ökonomischen Paradoxons, welches da besagt, dass wenn wir mehr Wachstum haben, dass wir weniger Kinder haben, hat sich als falsch herausgestellt, dass es eine positive Korrelation zwischen berufstätigen Frauen und Kindern gibt, weil sie sich halt dann, wenn sie berufstätig sind, langfristig, Vollzeit beschäftigt, sicherer fühlen und auch eher bereit sind, den Kinderwunsch zu erfüllen. Das Betreuungsangebot alleine ist keine Lösung. Es braucht auch eine Akzeptanz in der Gesellschaft, dass es im breiten Umfeld akzeptiert ist, wenn eine Mutter sich entscheidet, ihr Kind in eine Kindertagesstätte oder einen Krippenplatz zu geben, anstatt es selbst zu erziehen. Was hat denn jetzt die Thematik der Familienpolitik konkret mit der sozialen Ungleichheit des Geschlechts zu tun? Das kann ich dir erklären, ohne lieber Kinder. Sebastian. Die Familienpolitik verfolgt ja das Ziel, vorhandene Kinderwünsche. Was hat das mit der sozialen Ungleichheit zu tun? Ja,
du musst mich auch zum Das Punkt ist die Bekämpfung des demokratischen Wandels. Nein! Die Bekämpfung. Er muss aufgehalten werden. Ja. Also, ich fange von vorne an, ja? Ich nehme diesen Podcast nicht an. Was hat Familienpolitik mit sozialer Ungleichheit zu tun? Also, das Ziel der Familienpolitik ist ja, Kinderwünsche zu erfüllen, wenn sie vorhanden sind. Okay? Und dafür Maßnahmen bereitzustellen. Jetzt ist die Frage, welche Ziele damit verfolgt werden. Ob man eine halbe Moderne unterstützt oder eine Vollmoderne. Die halbe Moderne ist das Ernährermodell, das heißt, einer der beiden Eltern, vorzugsweise traditionierterweise der Vater, geht arbeiten, während die Mutter das Kind aufzieht. Vollmoderne ist, beide gehen einer Beschäftigung nach, das Kind kommt in eine Krippe oder in einen Kita-Platz. So, was hat das mit Ungleichheit zu tun? Wenn die Maßnahmen die halbierte Moderne unterstützen, dann unterstützt das in der Konsequenz alte, überkommene Lebensformen, also die halbierte Moderne, beschneidet. Oh mein Gott! schränkt die Gleichheit der Frauen ein, weil sie zur Erzieherin degradieren oder zurechtstutzen und die Möglichkeit nehmen, Karriere und Kinder zu kombinieren. Und das ist Ungleichheit. Und alles andere ist eher abseits. Alles andere? Ne, was du vorher gesagt hast. Was? Wie? Demokratischer Wandel, Familien, Kinder. Nee, das hat ja auch mit dem demografischen Wandel zu tun, weil wenn ich die Vollmoderne mit meiner Familienpolitik unterstütze, unterstütze ich auch im gleichen Maße, dass mehr Frauen arbeiten und dass mehr, also, dass mehr Arbeitsbedarf geschaffen wird und dass mehr Leute da sind, die das wachsende Pensum an alten Menschen unterstützen können. Naja, man könnte sagen, es gibt soziale Ungleichheiten in Bezug auf Lebensstile. Und zwar einmal der Lebensstil, der das traditionelle Modell unterstützt, unterstützt gleichzeitig auch die Nicht-Emanzipation von Frauen, das stimmt. Das heißt, Frauen haben weniger Chance, es wird Frauen schon in traditionellen Richtlinien eher ausgeredet, Chancen zu ergreifen und sich selbst zu verwirklichen. Ja, aber. Ja. Lassen wir das so stehen, es ist nicht falsch. Ich finde, es gehört eher in ein anderes Thema. Aber ja, man kann daran nochmal anknüpfen. Dann setzen wir das in Klammern als Exkurs. Aber um das nochmal zum Ende zu bringen, wollte ich noch die zweite Studie reinbringen. Ja, ich bin jetzt im Studienrage, da kannst du nichts gegen machen. Weil, ich habe das schon gemerkt, du hast irgendwie Studien vorbereitet. Ne? Studien sind das Fleisch an dem Theorieskelett. Du sagst das ganz schön oft. Ja, weil das eine, ich glaube, ich bin da einer Wahrheit auf dem Spur, die es in sich hat. Es wird nicht richtiger dadurch, dass man es wiederholt. Verdammt. Jedenfalls wollte ich noch ein paar Worte zum kürzlich erschienenen DIW, das ist, glaube ich, das Deutsche Institut für Wirtschaft, den Wochenbericht Nummer 40 im Jahr 2013 erwähnen. By the way, Quellen beachten, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung ist natürlich eher auf Seiten der Wirtschaftseliten, sprich der oberen Gesellschaftsposition, bitte. Ja klar, um vielleicht nochmal ich meine, so im Allgemeinen was zu sagen. Im Vergleich zu irgendeiner Studie vom DGB oder sowas ist das ja, was klar. anderes. Es kommt immer darauf an, wer der Auftraggeber ist und nicht jede Studie bildet die Wahrheit ab, sondern mehr oder weniger manchmal auch Interessen. Und Studien können auch manipuliert sein. Zielgebunden. Ne? Siehe Kaffeestudien, die Gesundheit von, also das Gesundheitsfördernde vom Kaffeekonsum belegen und dann von Chibo in Auftrag gegeben sind. Das stimmt ja auch, Kaffee ist gesund. Macht zumindest nur einen kleinen Teil der Studien aus, die so interessengeleitet sind und manipuliert. Okay, das als allgemeinen Studienrahmen. Jetzt spezifisch zu diesem Wochenbericht. Zweck dessen war,
zum ersten Mal nachzuprüfen, was denn all diese Maßnahmen der Familienpolitik überhaupt bringen und wie effektiv die sind. Auf 4 Ziele bezogen, ja? Auf die Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität der Familien, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die frühe Förderung von Kindern und die Erfüllung von Kinderwünschen, sowie den Nachteilsausgleich zwischen den Familien. Okay? Und erstens finde ich es interessant, dass vorher das so nicht gemacht wurde, dass es so eine Gesamtevaluation vorher nicht gegeben hat. Und als Ergebnis kann man festhalten, dass die einzig wirklich effektive Maßnahme die Kindergärten sind. Also für alle 4 Ziele effektiv. Und man schätzt, wenn die allgemeine Betreuung der unter 3-Jährigen um 10% zunähme, dass in einem Jahr die Gesamtfertilität des Staates um 2,4% zunehmen würde. Außerdem sind Kindergärten gut, um das sozioemotionale Verhalten zu trainieren. Das heißt, Kinder, die vorher im Kindergarten waren, die kommen besser in der Grundschule dann mit anderen zurecht und können besser soziale Netzwerke schaffen untereinander. Und so andere Maßnahmen sind nicht so effektiv und insbesondere das Kindergeld muss man nicht erhöhen. Also es hilft nichts, mit der Geldgießkanne über die Eltern zu fuchteln. Der NIA-Gießkanne. Wenn wir zur Familiensoziologie und Familienpolitik nochmal eine gesonderte Aufnahme machen? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich bitte darum. Ja, vielleicht. Mhm. Okay. Das können wir auch vielleicht ein bisschen abkürzen, dann ist es ja nicht so viel. Okay. Weil wir haben die Grundzüge ja schon gelegt. Ja. Dann auch mit den Milieus. Und aber dann passen schon diese Sachen vielleicht ein bisschen besser rein als das. Ich erkläre es dir nochmal, wie das zusammenhängt. Mir ist bewusst, dass das zusammenhängt. Es geht natürlich darum, Chancenungleichheiten zu eliminieren, dadurch, dass man eine gute Familienpolitik betreibt, was letzten Endes auch ökonomische Gründe hat, weil du willst ja die besten Leute in den besten Positionen haben nach dem Systemerhaltsprinzip. So. Und gleichzeitig möchtest du auch Frauen, und nicht nur Nachwuchs, sondern auch Frauen irgendwie integrieren in dieses System und nicht nur Männer. In Bezug auf Chancenungleichheiten. Der Rest bezieht sich natürlich in seinen Elementen auch auf soziale Ungleichheit, denn wir haben ganz am Anfang auch schon gesagt, soziale Ungleichheit ist ein Kern der Gesellschaft und als Thema eben ausschlaggebend für die Perspektive, die wir jetzt annehmen. Wenn man aber Familienpolitik daneben setzt und das anschauen will, ist das immer noch ein bisschen was anderes. Auch wenn es alles richtig ist. Wir nehmen ja jetzt schon auf, wir müssen nicht die Diskussion von vorher nochmal aufnehmen. Du bist ja jetzt auch, soweit ich weiß, fertig. Ja, ja. Mit Familie, dann ist ja alles gut. Die Familienpolitik ist ein Instrument, um Gleichheit zu unterstützen, letzten Endes. Oder sollte es sein? Chancengleichheit. Ja. Beziehungsweise, wenn die Familienpolitik einseitig fahren würde und sich voll und ganz für die Vollmoderne entschließen würde, dann wäre sie ein Instrument, um Chancengleichheit zu schaffen. Durch diesen Schlingerkurs halt, dass sie einerseits die Vollmoderne unterstützt und andererseits noch die Option freilässt, die tradierte, halbierte Moderne zu verfolgen, kommt sie in diesen Zwiespalt und wird schizophren und verwirrt alle Menschen. Mhm. So. Da wird ja auch immer als Argument gebracht, man möchte den Frauen doch die Wahlfreiheit lassen, zwischen Herd und Arbeit. Genau. Wenn man wirklich nur mal um eine Ecke weiterdenkt. um eine Ecke weiterdenkt, bricht dieses Argumentengerüst meistens zusammen. Also es ist natürlich ein valider Punkt und Politik möchte ja oft auch dem Klientel, das sie wählt, die Wünsche irgendwie zumindest meistens erfüllen. Ergibt aber nicht viel Sinn. Vor allem nicht aus Perspektive der Soziologie. Die möchte ja, die weist ja auf die Probleme hin, die der demografische Wandel auslöst. Ich habe schon wieder gesagt, der demografische Wandel auslöst. Das wird nichts mehr. Er ist drin, Pech. Ja. Wenn du es jetzt noch in der Klausur schreibst. Ist auch nicht falsch. Veraltung der Gesellschaft wirkt sich auf die Demo. Egal.
Wo war ich? Kinder, Frauen, Politik möchte ein Land des Menschen erfüllen. Ja, das Argument der Wahlfreiheit ist auf jeden Fall eher Quatsch. Im Übrigen auch sowas wie das Ehegattensplitting, was auch überhaupt nicht in das Thema hier gehört. Wenn man aber Ehegattensplitting mit sozialer Ungleichheit in Bezug setzt, dann ist es natürlich auch ungerecht, wenn man das mal wertend sieht, dass Menschen, die keine Kinder haben und auch und nicht verheiratet sind, eben keine riesigen Steuervorteile bekommen, als Menschen, die halt heiraten und dann irgendwie Steuernachzahlung bekommen nach dem ersten Jahr, weil das wird irgendwie das ganze Jahr nachgerechnet, und generell irgendwie Steuererleichterung bekommen. Das ist so gesehen auch eine Ungleichheit. Also wenn man das so sehen will, wäre das ja eine Determinante, das Verheiratetsein, aber nur, weil dieses familienpolitische Instrument des Ehegattensplittings da ist, was dann dazu führt, dass der Wohlstand steigt von Leuten, die verheiratet sind, obwohl es überhaupt keinen Sinn macht. Ja. So gesehen schafft das Ehegattensplitting erst Ungleichheiten. Ja. Das mal sinnvoll zu verpacken. Ich hab's auch sinnvoll verpackt. Menno! Ja, aber dann haben wir schon Beruf, Geschlecht und Alter abgehakt. Leider Gottes habe ich eben eine Studie vergessen. Nämlich, wie es um Prekariat in der Hochschule aussieht. Aber da ich nicht weiß, wie ich jetzt wieder eine Rückbrücke schlagen kann. Mhm. Fangen wir einfach an nochmal mit, wir haben ja eben mit Frauen viel geredet und zu tun gehabt. Frauen, also das Geschlecht. Ja. Geschlecht. Schlecht. Ist auch wertend. Frau ist das Geschlecht. Geschlecht. Mhm. Foucault würde sich im Grabe umdrehen. Moment. Schneid am besten alles dämlich raus, was ich gesagt habe. Ja, ja. Gut. Was wollte ich sagen? Frauen, Bier und Berufe. Genau. Oh. Frauen besuchen ja seit neuestem auch Schulen. Ja. Also seit ein paar hundert Jahren oder 100 Jahren. Gar nicht so lang. Mhm. Interessant. Und warum? Weil Frauen möchten sich qualifizieren, um sich im sozialen System hoch zu platzieren. Das heißt, um einen möglichst guten Beruf einnehmen zu können. Ja, dann hätten wir schon mal die Determinante Geschlecht, nämlich die Frau, das Alter, die junge Frau in der Schule und dann die Dimension der Bildung. Bitte. Ja, wie ist es denn im Bereich der Bildung, speziell bei Hochschulen? Wollen wir vielleicht vor der Hochschule anfangen? Hast du da was? Ach so, nee. Katholische also, Landarbeitstochter. Mhm. Ja, das ist das industrielle Problem. Sinkende Schiffe. Ja. Frauen. Also heute ist es so, dass Frauen an Gymnasien zum Beispiel bessere Leistungen erbringen als Männer. Was auch daran liegt, dass der gesellschaftlich zugesprochene Habitus, der akzeptierte Habitus einer Frau in der Schule belohnt wird, während dieses tradierte, vermittelte männliche Ding von cool und faul sein eher in der Schule nicht so gut ist. das sind eben Faktoren, die dazu geführt haben, dass auch Frauen, natürlich auch, weil sie super schlau sind, genauso schlau wie Männer, in der Bildung... Frauen sind gefährlich. Ist größere Gehirn. Nee, wer hat die größeren Gehirn? Ja. Ach ja. Mhm. Ja. Körperkapital, verdammt. Oh, gefährlich. Ja. Ich komme die Feministen. Ja, ja. Frauen haben am Gymnasium bessere Noten und Frauen, die dann aber nach dem Abitur mit dem Hochschulzugang eben studieren gehen, gehen erstmal prinzipiell seltener studieren, sondern entscheiden sich eher entweder für eine Karriere, in Anführungsstrichen Karriere als Hausfrau oder eben gehen direkt arbeiten als Männer. Und wenn Frauen doch ein Studium aufnehmen, dann gibt es da zum einen mal diese klassischen Frauenstudiengänge, wie es im Übrigen auch die klassischen Frauenlehrberufe. Und auch die klassische Männerberufe natürlich. Genau, natürlich. Und es gibt auch klassische Männerstudiengänge, mhm. Techniker, ja. Und Ingenieur, so weiter, zum Beispiel. Informatiker. Mhm. Geek studieren. Was mit Medien? Cinematologie. Der Soziopod besteht auch nur aus Männern. Ja. Ja.
Die dann über Feminismus reden. Ja. Alte Männer reden über, über Frauen. Alte Männer. Überhaupt gibt es wenige Podcasts, die von Frauen geleitet werden. Ich kenne null. Ich weiß, dass Holger Klein außer macht. Außer entspannt im Garten. Ja. Holger Klein macht ja hier dieses Frind mit einer Frau jetzt, ne? Dass er nicht viel zu sagen hat. Feministen. Ich muss das wieder relativieren, weil es gibt da auch super interessante Folgen und Spezialeinblicke von Frauen bei Holger Klein. Also da gab es eine Folge. Ja, natürlich, aber ich meinte jetzt als Leute, die Podcasts leiten. Ja, aber Podcastleiter an sich sind. Aber Holger Klein, muss man auch sagen, Holger Klein fordert prinzipiell mehr Frauen in Podcasts. Hat er zumindest früher gemacht, als ich noch zugehört habe. Und den ich kenne, ist, was wir schon gesagt, Entspannt im Garten, der großartige Podcast. Der Schrebergarten-Podcast. Zum Einschlafen und Entspannen, großartig, entspannt im Garten. Kann man mal googeln, super. Wir hätten ja heute auch eine Frau an Bord gehabt, wenn sie gekommen wäre. Ja, also wir haben sie eingeladen. Sie ist nur nicht gekommen. Ich weise alle Schuld von mir, ich bin nicht mehr so gut. Wir waren nett zu ihr, oder? Wir waren nett, ja. Letztes Mal war sie halt zu spät dran, aber schon fertig. Egal. Wo waren wir? Frauen im Podcast. In der Hochschule eigentlich. Mhm. Also ich wollte nur ein paar Worte... Wir haben ja schon angerissen, dass Frauen bestimmte Studiengänge zum Beispiel, sie denn überhaupt studieren, bestimmte Studiengänge belegen. Ja. Das sind dann klassischerweise... Nehme ich jetzt schon was weg von dir? Ja, gar nicht. Das sind dann klassischerweise eben soziale Berufe oder... bestimmte Geisteswissenschaften, soweit ich mich erinnere, zum Beispiel Germanistik. Germanistik ist ein Frauenstudiengang. Dann natürlich diese Sozialdinge, soziale Psychologie. Arbeit. Obwohl, okay, das weiß ich jetzt nicht. Psychologie ist, weiß ich nicht. Ja. Da hat man wieder ein Gefühl und die Realität sieht vielleicht anders aus. Ja. Aber wo Frauen auf jeden Fall nicht vertreten sind, häufig ist ganz klassisch Informationstechnik. Ja. Um mich zu sagen, Informatik. Diese Ingenieurdinger, die du schon erwähnt hast, manche Naturwissenschaftsdinger, ich glaube, es gab doch auch, war das nicht Mathematik, wo sich auch viele Frauen einschreiben, die das Studium aber nicht beenden, und wenn sie es doch beenden, dann sind es, also die höchsten Studienabschlüsse, die vergeben werden, also Doktortitel, so zum Beispiel, werden meistens an Männer vergeben. Es gibt immer noch ganz wenige Frau-Doktoren. Frau Doktor, Doktorin, Doktor. War das nicht so, dass sich das jetzt langsam annähert? Also, dass die Tendenz zumindest ist, dass das ausgeglichener wird? Ich glaube, dass es da den Trend gibt. Mhm. Das heißt ja aber noch nicht, dass es nicht immer noch besteht, das Problem. Was heißt Problem? Ist ja, sagen von Frauen, man muss nur endlich dafür sorgen, dass es ordentlich zugänglich, also sprich Chancengleichheit geschaffen wird. Professoren sind ja Mitglieder der intellektuellen Elite und dementsprechend ist es auch mitentscheidend, wen die als Nachfolger hochziehen. Wobei, du hast recht, aber dieses, wir haben ja gesagt, Politik und Wirtschaft sind die ausschlaggebenden, elitengebenden Bereiche der Gesellschaft. Mhm. Und dieses Hochschulding, was kann man dem für einen Titel geben? Hochschul, Politik, Wirtschaft... Elfenbein-Elite. Nein, ach komm. Die haben natürlich auch ihre Persönlichkeiten, die ganz oben stehen. Die haben auch eine Hierarchie natürlich in der Hochschule und in der Wissenschaft. Aber die haben nicht, sind nicht dazu imstande, gesamtgesellschaftliche Werte irgendwie zu beeinflussen. Ja, wenn dann nur ganz selten. Es geht ja um die Macht, um die wir sprechen. Und das ist der entscheidende Punkt, warum Wissenschaftler nicht... Ja. In dieser Hinsicht nicht gleichgestellt sind mit Politikern oder Leuten aus der Wirtschaft. Genauso wie Medienelite nicht wirklich mächtig ist. Also der kürzere Hebel. Ja. Okay. Professoren ziehen Leute nach sich. Jährlich hast du... es gibt ungefähr in Deutschland Pi mal Daumen 40.000 Professorenstellen, von denen im Jahr 2.000 frei werden. Und Bewerber für diese Stellen haben wir 250.000, also promovierte Leute. Mhm. Also ziemlicher Konkurrenzdruck. Und da gibt es eine Studie, die sich mit prekären Verhältnissen in der Hochschule befasst. Die heißt auch
treffenderweise prekäre Arbeitsverhältnisse in der Oberschule. Wow. Objektiv prekär und subjektiv glücklich. Aus der Hans-Böckler-Stiftung von Dr. Börus Schmidt in Hamburg. Auch ein Mann. Es könnte ja auch... Obwohl, Boris, nee. Hamburg, Oktober 2011, herausgegeben. Und so die Kernthesen dieser Studie sind letzten Endes, dass es eine große Differenz gibt zwischen der objektiv feststellbaren Prekariat, den objektiv prekären Verhältnissen in der Hochschule und den subjektiv, dem Gefühl, der dort... Du wolltest das unbedingt mit reinnehmen, dann musst du es jetzt auch ordentlich artikulieren. Ja. Beeil dich mal ein bisschen, weil mein Aufnahmegerät hat bald keine Power mehr. Ja, wir werden es sowieso nicht knapp schaffen. Also, es gibt eine Differenz zwischen dem, was objektiv feststellbar ist, und dem, wie sich die Studenten dort fühlen. Und subjektiv haben viele ein sehr gutes Gefühl. Bei was? Und betreffend ihrer Zukunftsaussichten. Also wenn ich eine Professorenstelle anstrebe, dann rede ich mir quasi ein, ich werde das schon schaffen, ich werde besser sein als alle anderen. Mhm. Und obwohl alles darauf hindeutet, dass ich höchstwahrscheinlich es nicht schaffen werde, obwohl ich dazu qualifiziert wäre. Einfach weil es so viele Mitbewerber gibt, die genauso gut sind wie ich. So, und das ist so eine Art Reality Distortion Field. Also das heißt, dass man sich die Realität so zurechtbiegt, dass es so für einen gut aussieht, obwohl es nicht gut ist. Und er hat dann noch zwischen 5 Prekariatstypen geteilt. Da haben wir oben die karriereorientierten Idealisten. Da ein Zitat zu: Ich bin sicher, dass meine Chancen viel höher sind als beim Durchschnitt. Also die Leute, die immer noch optimistisch sind, obwohl alles dagegen steht. Die fragile Mitte, die sagt: Komisch, ich weiß gar nicht, was ich darüber denken soll. Alles so schön bunt hier. Was? Das sind 44,5% aller Studenten, die fragile Mitte. Die karriereorientierten Idealisten sind 17,2%. So steht das hier. Ja, aber was? Kannst du das immer wieder? Ja. Von unser Thema so ein bisschen. Ja, gleich. Nee, immer. Was für bunte Farben? Das verstehe nicht mal ich. Ich sitze neben dir und sehe deine Blätter da. Und das ist so steht das hier. Ja. Die fragile Mitte ist ein bisschen verpeilt anscheinend. Die Prekaritätsmanager haben die Einstellung: Wenn ich lange genug irgendwie in diesem Spiel bleibe, werde ich irgendwann irgendetwas gewinnen. Das sind 6,6%. Die Gelegenheitswissenschaftler: Wenn ich hier was gewinne, freue ich mich, aber ich rechne nicht damit. Und das sind 10,8%. Und zu guter Letzt haben wir die Übergangswissenschaftler und natürlich auch innen, immer auch innen. Mein Spiel endet sowieso mit der Promotionsurkunde. Was soll ich mich denn jetzt hier ärgern? So. Um den Haken zu schlagen, das sind halt die Leute, die sich die Hochschule schönreden, obwohl alles sehr ungleich ist. So viel zu dieser schönen Studie. Ging das jetzt um geschlechterspezifische Ungleichheiten? Nein. Oder ganz und gar nicht. Alter? Alter, nein. Oder einfach nur um Chancen mit dem Studium damals anzufangen? Also um Prinzip, also Beruf, es geht darum, also um Beruf und Bildung. Es geht darum, wie viel du mit Bildung im Hochschulsektor erreichen kannst. Mhm. Und dadurch, dass du so viele Leute mittlerweile in dieser oberen Ebene hast und diesen Konkurrenzdruck, weil da ist es anders als in der Wirtschaft. Der Wirtschaftskuchen wird immer größer, mit mehr Leuten, die mitmachen. Mhm. Aber in der Hochschule hast du diese feste Anzahl von sozialen Positionen, von Professorenstellen, die fix bleibt, aber mehr Bewerber. Und dadurch eine größere Hochschulverdrossenheit auch. Selektionsdruck. aber, also worauf bezieht sich dann die Ungleichheit? Also wo zwischen wem besteht die Ungleichheit an den Chancen, dann an was zu kommen? Wenn alle gleich von was ausgeschlossen werden, dann gibt es ja keine ungleiche Chancen, dahin zu kommen. Das ist ja im Oberbegriff Prekariat.
Und jetzt nicht bezogen auf den Beruf, sondern auf den Hochschulsektor. Also es zeigt, dass die Hochschulen auch vom Prekariat betroffen sind. Das heißt, eine höhere Hochschulabschluss bringt dir nichts. Ein Studium bedeutet heutzutage nicht unbedingt mehr ein sicheres, gesichertes Einkommen, feste Stelle, ja. Prestige. Ja. Und daher das Klischee vom studierten Pizzaverkäufer oder was auch immer. Ja, dann vergleich das doch direkt mit normalen Berufen. Ja, das wahrscheinlich bist du heute besser dran, wenn du nicht Philosophie studierst und stattdessen eine Ausbildung machst. Dann kriegst du damit eher Geld, Ansehen, Wohlstand, also und so weiter, ein bisschen Macht vielleicht auch in deinem Betrieb, kannst du ein bisschen was machen, als wenn du was studierst. Mhm. Und promovierst und. Bourdieu meint auch, dass dadurch so dieser Rebellionsspirit entfacht wurde vor ein paar Jahrzehnten, weil die Studenten halt irgendwann gesehen haben, dass es ihnen nichts bringt, wenn sie so viel studieren und gute Abschlüsse machen, weil sie damit am Ende keine bessere Position erlangen. Wir haben ja auch irgendwo haben wir ja auch Zahlen, dass, genau. Wir haben ja verglichen irgendwann mal Promotionsjahrgänge von 1965 und 75. In dem Zeitraum zwischen 65 und 75 war ja irgendwie so ein Bruch. Da hat irgendwie das Wirtschaftswunder aufgehört und so weiter. Und hier zum Beispiel steht, in der Kohorte von 1965, als Leute, die, ich schätze mal, 1965 angefangen haben zu studieren oder geboren wurden, das habe ich mir leider nicht notiert, jedenfalls hat von dieser Kohorte jeder Vierte eine Spitzenposition später erreicht. Ja. In der Kohorte von 1975 war es nur noch jeder Siebte. Wenn man das jetzt aber aufdröselt, von diesen jeder Siebte von 1975, der eine Spitzenposition sich wiedergefunden hat, waren fünf aus dem gehobenen Bürgertum oder jeder Dritte aus dem Großbürgertum. Wenn man zusammenrechnet, sind es acht, also nehme ich an, dass sich die beiden Bereiche überschneiden. Kohorte ist übrigens auch ein Kohorte. Kohorte ist einer von drei mit dem Lebenslauf verbundenen Begriffen. Können wir vielleicht einen kleinen Exkurs machen? Bleiben wir bei sozialer Ungleichheit. Und es geht darum, bei der Kohorte von 75 kann man eben feststellen, dass zum einen zum Beispiel ein Studiumabschluss kein Garant mehr dafür ist, dass man sich dann später in der Spitzenposition wiederfindet. Das war 1975, das ist jetzt 30 Jahre her. Etwas mehr sogar vielleicht. Ich bin gerade doof. Jedenfalls, und gleichzeitig ist die Zusammensetzung von den Leuten, die dann Spitzenpositionen nach dem Studium erreicht haben, trotzdem noch wieder kooptiert aus gehobenem Bürgertum und Großbürgertum. Das heißt, ob du jetzt in Spitzenposition gelangst oder nicht, ist immer noch mehr davon abhängig, aus welcher sozialen Umgebung du stammst. Und nicht deine Leistung schuldig. Genau, als die Leistung. Was wiederum diesem meritokratischen Prinzip widerspricht. Ich krieg's irgendwann noch hin. Ja, ja. Nächstes Mal kein Bier, danke. Bitte. Das ist kein. Das ist. Das ist alte Sprudel-Cola. Das ist alt. Das ist kein Bier. Das ist, bitte. Okay. Haben wir eigentlich über Machtpluralismus gesprochen? Nein. Was ist das? Machtpluralismus ist im Prinzip. Dass es in einer modernen Gesellschaft mehrere Machteliten gibt, sprich Machtpluralismus, die die gegeneinander in Konkurrenz stehen. Das heißt zum Beispiel, du hast im besten Fall nicht nur das Militär als Macht, sondern das Militär, Militär ist doof als Macht. Du hast Politik, du hast Wirtschaft, du hast Medien, was weiß ich, Kirche, Wissenschaften und so weiter, als Machtinstitutionen, die halbwegs gleichberechtigt miteinander konkurrieren. Aha, okay. Um Einfluss. Das ist das im Prinzip. Aber da wir ja diese Verzahnung haben, weil sich die Eliten so ähneln, ist es weniger Konkurrenz. Ja, aber auch ja, bei uns, ja genau, wenn man das wieder auf die Wirklichkeit bei uns überträgt, wir haben es ja gerade schon angemerkt, mit einem Studium von nicht wirtschaftstragenden Fächern bist du nicht gleichzeitig fein raus nach dem Studium. Also ich würde mal schätzen, jemand, der VWL, BWL studiert,
hat bessere Chancen, mal ordentlich Geld zu verdienen, weil das eben im Wirtschaftssektor dann verdient wird, als jemand, der irgendwie geisteswissenschaftlich was studiert hat. Mhm. Damit kann sich aus wirtschaftlicher Perspektive dann natürlich nichts verdienen oder nicht viel. Mhm. Ja. Ja, Pluralismus im Allgemeinen sagt ja auch, dass es ein konkurrierendes Verhältnis gibt von Gruppen oder Verbänden, Organisationen. Und ja, dieses Ding ist halt so ein Merkmal von Demokratien, die funktionieren. Mhm. Je weniger Machteliten du hast, das heißt, je nicht pluralistischer das Ganze ist, desto schlechter ist es für die Demokratie. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel die Wirtschaft fordert, dass die Politik weniger zu sagen hat in der Welt, dann ist das ein Problem, wenn es sowieso noch die beiden Institutionen Wirtschaft und Politik gibt. Mhm. Wenn irgendwann nur noch die Wirtschaft Diktat ist, wertend, wenn die Wirtschaft das Diktat angibt, dann ist das ein Problem für die Demokratie. Mhm. Macht Sinn. Mhm. Ja. Okay. In einer Stunde steigt die durchschnittliche Lebenserwartung um 10 Minuten. Ja, ja. Es ist ja so. Willst du jetzt ernsthaft? Ich meine, bitte, komm. Zwei Drittel der promovierten Leute sind tätig in der Wirtschaft. Diese Vorstände und so weiter integrieren eher Personen, die ähnlichen Habitus haben. Oh. Trotz einer rational orientierten Gesellschaft werden in den ausschlaggebenden Positionen unserer Gesellschaft eher rationale Kriterien zu Rate gezogen, um den Nachwuchsgrad zu ziehen. Was ist denn? Das stimmt doch. Nämlich, man fühlt sich natürlich selbst als der richtige Mann am richtigen Platz in seinem fetten Büro mit dem Auto vorm. Ja? Und dann nimmt man nicht jemanden, der für soziale Gerechtigkeit kämpft und so weiter, sondern man nimmt natürlich jemanden, der genauso dämlich ist wie man selbst im Chefsessel. Der Habitus muss übereinstimmen. Der muss nicht gut sein, der muss passen. Kennst du irgendwie das Peter-Prinzip? Ja, das ist doch, dass du so lange aufsteigst, bis du total versagst, oder? Bis du nicht mehr... Du nicht. Ja, man steigt so lange... Auch im Sonntagssoziologen. Okay, ja. Man steigt so lange auf, bis man sich in einer Position, also in einer wirtschaftlichen, blöderweise Position meistens wiederfindet, in dem die eigenen Leistungen nicht mehr ausreichen. Weil man steigt nur auf, wenn man die Position, die man hatte, siehe Podcast Rollentheorie, ordentlich erfüllt, also die Ansprüche, die Verhaltenserwartungen erfüllt, sich dann in einer gehobeneren Position wiederfindet und plötzlich aber der Peter ist und das gar nicht mehr so und das plötzlich gar nicht mehr so richtig auf die Reihe kriegt. Man war einfach besser für das geeignet, was man vorher gemacht hat. Ja, genau. Ganz schön doof. Und plötzlich ist nämlich Herr Steinbrück Kanzlerkandidat, obwohl er besser was anderes geblieben wäre. Ja. Nix. Der Problempär. Der Problempär. Das war wirklich ein widerlicher, ekelhafter Wahlkampf. Bis sich das Renteneintrittsalter um 2 Jahre erhöht, ist die Lebenserwartung um 3 Jahre gestiegen. Was hat das mit sozialer Ungleichheit zu tun? Nichts. Wollen wir aufhören? Nein. Dann guck nochmal nach, was wir jetzt noch vergessen haben. Wir das eben. Nein. Wir sind noch lange nicht fertig. Wir sind jetzt nur so ein bisschen flapsig geworden, aber jetzt mal hier zurück zum Ernst. Wir nehmen seit 2,5 Stunden auf. Ja, ja. Mhm. Nicht 2,5. Ich schon. Wir sind uns ja einig. Wir brauchen höheren Arbeitsbedarf. Hm? Ja? Was ist das? Ernsthaft, was ist das? Wegen der Alterung der Gesellschaft, wegen dem demografischen Wandel haben wir mehr alte Menschen und wir haben weniger junge Menschen, die für die Rente aufkommen. Das heißt, wir brauchen mehr Arbeit irgendwie. Also wir brauchen mehr Leute, die irgendwie arbeiten. Demografischer Wandel hat dahingehend mit sozialer Ungleichheit zu tun, dass junge Menschen eher für alte Menschen aufkommen müssen, wenn weniger junge Menschen da sind. Und dadurch entsteht eine Ungleichheit zwischen den Jungen und den Alten. Also geht es um dieses Stichwort Generationengerechtigkeit? Und es geht darum, wen der Staat jetzt unterstützt. Also pumpe ich mehr Geld irgendwie darin, die Alten zu unterstützen, weil es so nicht reicht, weil zu wenig Junge da sind? Oder entscheide ich, meine Gelder mehr in die zukünftige Generation zu stecken? Und die Sache ist so, dass die alten Menschen besser gesichert sind als die Jungen. Das stimmt.
Oh. Ja, lass uns das doch bitte in das entsprechende Thema dann packen, wo wir das... Ja, mach ich doch, hör mir zu! ...elaborieren können. Nein, wir machen das in Familienpolitik, demografischen Wandel. Okay? Du verstehst nur nicht meine Connection dazu, glaube ich. Soll ich es dir nochmal erklären? Du machst die Connection über drei oder vier Ecken? Ja. Die am Ende näher an einem anderen Podcast sind, den wir machen könnten, als an diesem. Aber die Realität ist nun mal kompliziert. Ja, das stimmt. Und das hat ja noch mehr miteinander zu tun und würde jetzt auch zum letzten Block kommen, den ich im nationalen Rahmen besprechen möchte. Möchtest du den Nationalrahmen dann sprengen? Ja, als Abschluss, als Bonbon, als Kirsche auf dem Sahnehaufen des Vanilleeises. Der Sahnehaufen. Pures Geld. Oh Gott. Nee, echt. Oh, ich muss wissen. Es stimmt. Oh, ich muss so viel schneiden, das wird so eine Arbeit. Lass einfach alles. Lass es ungeschnitten am besten. Ja, wir sind doch hier nicht irgendwie. Ja, ja, ich glaube nach 2 Stunden. Beim Deutschlandradio, die. noch nicht. Noch nicht. Also, bevor wir. Das soziologische Radio. Demografie. Pass auf, du erzählst jetzt was über Demografie und ich halte mich so lange raus, bis du fertig bist. Mach ruhig. Echt? Ja, ja. Darf ich? Ja, aber du hast jetzt 10 Minuten Zeit. Nein, nein. Also es ist ja so, machen wir eigentlich noch einen Demografie-Podcast, sonst haue ich jetzt wirklich alles raus. Dann ist Demografie auch abgehakt. Wir können den Familienpolitik- und Familiensoziologie-Podcast nicht ohne Demografie machen. Weil das ist ein konkretes Problemthema, was mit der Entwicklung und dem demografischen Wandel zusammenhängt. Im Gegensatz zur sozialen Ungleichheit, die ändert sich natürlich auch ein bisschen, die Schwerpunkte, aber nicht so dramatisch wie bei der Familie. Mach euch noch ein bisschen damit und dann ist gut. Dann soll auch Spaß machen hier, ne? Okay, dann umreiße ich das schon mal, dann können wir das in der extra Demografie-Familie, Demo-Familie-Folge im Detail ansprechen. Also hier eine Preview. Es ist ja so, 8000 bis 10.000 vor Christus hatten wir die Neolithische Revolution. Das heißt, die Menschen sind zum ersten Mal sesshaft geworden. Und da gibt es zwei verschiedene Thesen, wieso die sesshaft geworden sind. Einmal aus Not oder aber aus Überfluss. Und die Überflussthese beschäftigt sich damit, dass Bier eigentlich die Grundzutat unserer modernen Gesellschaft geworden ist, weil die Menschen erstmals Ackerbau betrieben haben und dafür natürlich sesshaft wurden und ihre Felder geerntet haben. Und das hatte verschiedene Konsequenzen nach sich gezogen. Die festen Orte, wo sie gelebt haben, wurden Plätze des Feierns, des Trinkens. Und davon ausgehend könnte auch die Töpferei dort ihren Ursprung gefunden haben, weil diese Gefäße halt nötig waren, um das Bier zu beinhalten. Und auch Haustiere sind so entstanden, weil man Herden hatte, die durch Hirten geleitet wurden und die dann davon ausgehend kam es dann 4000 vor Christus. Oh, ich muss so niesen. Dann nies doch. Das siehst du sowieso dann in deiner Tonkurve da, wenn es wieder voll übersteuert alles. Vergiss nicht soziale Ungleichheit. Die Fähigkeit. Was denn? Abstand zu nehmen von dem, worüber man unmittelbar spricht, um einen Kreis zu machen und dann letzten Endes erleichtert zurückzukehren zum eigenen Thema. Aber solange muss man die Spannung, die Ambiguität tolerieren. Aber es geht doch um einen Podcast, dachte ich. Und wir machen... Gut, Neolithische Revolution war um 8000 vor Christus. 4000 vor Christus haben wir die urbane Revolution, das heißt die Verstädterung. Im Jahre 1 haben wir 250 Millionen Menschen auf der Welt. 1750 haben wir die industrielle Revolution, da leben schon 750 Millionen Menschen auf der Welt.
Und seitdem haben wir eine exponentielle Steigerung der Weltbevölkerung. So, man spricht jetzt bei der Demografie vom Lebenslauf. Da gibt es drei Effekte. Einmal haben wir den Alterseffekt. Das heißt, mit 15 Jahren festigen sich bestimmte Vorstellungen und die werden dann fortan gefestigt und ändern sich nicht mehr groß generell. Da gibt es zweitens noch den Periodeneffekt. Das heißt, man ist von historischen Ereignissen beeinflusst. Das heißt, die Leute, die um 1960 geboren sind, haben 1970 die Wirtschaftskrise miterlebt und haben eine gewisse Skeptik mitgezogen, die dieser Generation eigen ist. Das dritte ist der Kohorteneffekt. Das heißt, man hat gemeinsame Erfahrungen mit anderen gemacht und teilt die und unterscheidet sich dadurch von anderen. So, ja, Pause. Warum ich das alles gesagt habe, ist eigentlich nur der Punkt, dass es immer mehr Menschen gibt und dass speziell in unserer Gesellschaft die Menschen halt immer älter werden, weil diesmal nicht mehr genug junge Nachkommen. Das heißt, dieses exponentielle Wachstum ist für unser Industrieland jetzt passé, ist abgebrochen. Es gibt nur noch eine Geburtenrate von ungefähr 1,3 Kindern pro Frau und wir bräuchten 2 Kinder pro Frau, damit das die Bevölkerung ungefähr stabil bleibt. Zumindest. Wie viel bräuchten wir? 2 Kinder pro Frau. 2,1. 2,1? Okay. Also sind wir weit davon entfernt und die deutsche Bevölkerung schrumpft. Was kann man dagegen machen? Ich weiß nicht, aber diese hochinteressante Frage können wir natürlich in unserem nächsten Podcast oder übernächsten Podcast beantworten, in dem es um den demografischen Wandel und Familienpolitik gehen wird. Ja, ja. Ich werde... Aber es gibt ja unterschiedliche Lösungswege. Und einer davon wäre ja, dass man mehr Einwanderung zulässt. Und Migranten in Deutschland sind nicht ordentlich integriert und das Potenzial wird nicht genutzt. Und als Migrant stehst du ungleich da, du hast nicht dieselben Möglichkeiten wie die anderen und das ist Ungleichheit. Ja, hinsichtlich des Migrationsproblems, vor allem was junge Migranten bzw. Kinder von Migranten angeht, schlägt sich das natürlich im Bildungssystem erstmal wieder. Wir haben schon mal festgestellt, dass das Bildungssystem die Chancen verteilende Institutionen in unserer Gesellschaft und Kinder von Migranten, die dort in der Schule aufschlagen, entsprechen nicht immer den dort etablierten Anforderungen. Das liegt zum einen daran, dass sie natürlich nicht gut folgen können, weil natürlich zum Beispiel sprachliche Barrieren da sind. Das heißt, das kommt daher, im Elternhaus wird zum Beispiel nicht Deutsch gesprochen, sondern noch die Originalsprache. Die Muttersprache. Die Muttersprache, oh mein Gott. Die Muttersprache wird da noch gesprochen. Und damit wird schon mal, was die Ausdrucksfähigkeit, die wichtig ist in der Schule, was die Ausdrucksfähigkeit angeht, werden da schon immer schlechtere Ausgangslagen geschaffen für die Leute, die auch in der Schule versuchen, natürlich erstmal gute Noten zu kriegen und so weiter, die das aber nur bedingt schaffen. Es ist aber nicht nur die Sprache, die damit reinspielt, sondern es ist auch generell das Verhalten, auf was wird Wert gelegt, was für ein Bild von einem Schüler wird überhaupt, na kurz, was für ein Schüler, von einem jungen Mann zum Beispiel wird vermittelt oder von einem jungen Mädchen. Wobei die Mädchen, glaube ich, auch bei den Migranten besser abschneiden als die Jungen mittlerweile. Ja. Bildung und Migration. Was kann man tun? Gute Integration ist nur durch Bildung machbar. Mhm. Und erstmal. Man könnte auch Ghettoisierung vorbeugen, dass man Immigranten nicht bewusst in sowieso schon leerstehende, verdreckte Wohngebiete einschleust, sondern dass man die in die Gesellschaft normal integriert. Ja. Das hängt natürlich auch zusammen mit der deutschen Mentalität von, wie das so ist mit den Ausländern und den Deutschen. Wird dadurch blöderweise aber noch nur verstärkt, fällt mir gerade auf. Wie meinst du das? Ja, die vorhandene Ablehnung von Ausländern, sag ich mal, muss man
so stehen lassen für Deutschland, oder? Es wird generell eher abgelehnt, Migranten einzuladen und so weiter. Ist das falsch? Ja, da gibt es auf jeden Fall... Das wird nur noch dadurch nur noch verstärkt, dass Migranten eben nicht mal in die Ausgangslage gebracht werden, dass sie sich gut integrieren können, auch wenn sie wollen, weil wenn die in diese leerstehenden Wohnblöcke zum Beispiel gefercht werden, dann bleiben die natürlich unter sich und integrieren sich nicht, können sich auch nicht integrieren. Gleichzeitig... Man spricht da von Parallelgesellschaften, weil die unter sich bleiben. Ja, gleichzeitig sehen die... Sind die Lebensumstände dieser Parallelgesellschaft niedriger, also schlechter besetzt als die von normalen Deutschen, in Anführungsstrichen. Und dann haben wir schon dieses Bild von diesen Ausländern, die unter sich bleiben. Ich meine das jetzt aus einer anderen Perspektive eingenommen. Ausländer, die unter sich bleiben irgendwie, die irgendwie schmutzig sind, die in Ghettos wohnen und die damit natürlich auch direkt mit negativen Aspekten verknüpft werden. Dabei ist Migration insbesondere für Deutschland eines der wenigen Mittel, die dazu geeignet sind, den demografischen Wandel entgegenzutreten. Man kann nämlich mit einer gesunden Migrationspolitik, die nicht nur darauf abzielt, Leute einfach reinzulassen, sondern die Leute auch integriert und nicht ablehnt und mit Vorurteilen besetzt, könnte man dieses Problem des Aussterben der deutschen Bevölkerung irgendwie verhindern. Was haben wir gemacht? Wir haben CDU gewählt und damit auch den Friedrich und eher nicht. Autobahnmaut für Ausländer. Das ist CSU. Das ist jetzt unsachlich. Wieder die nächste Welle der Rumänen und Bulgaren in 2014 befürchtet, die jetzt vollends das Land überschwemmen werden und Arbeitsplätze wegnehmen werden. Er hat irgendwas in der Richtung gesagt. Man kann ihm alles zutrauen. Was Gutes übrigens über Herrn Friedrich, weil ich ihn immer bashe, muss ich auch mal fairerweise was Gutes sagen. Er hat ja die unbegrenzt syrische Flüchtlinge zumindest seinen Worten nach zugelassen in Deutschland. Wie viel davon tatsächlich umgesetzt wurde, weiß ich nicht. Ich habe das nur gehört. Würde ich aber einfach mal so hinnehmen. Aber hat er da nicht das relativiert und gesagt, Vorzug haben die Christen, die verfolgt werden? Echt? Ja. Und die Christen sind nun wirklich nicht die... Das hört sich schon eher nach unserem Innenminister an. Ja. CSU. Ja, schade. Nix. Nee. Ja, habe ich das wieder dir den Wind aus den Segeln genommen? Ich habe damit gerechnet. Also, ich hätte mich auch überrascht, wenn das nicht so irgendwas noch gekommen wäre. Okay. Also seitens Friedrich, nicht mal von dir. Ja, ja. Obwohl wir ja auch, ne? Sollen wir den Umschlag, den Blick auf Deutschland zumachen und dieses Thema der Ungleichheit mehr oder weniger ad acta legen? Du möchtest jetzt Ulrich Beck das Wort geben und neue Determinanten und Dimensionen der Ungleichheit aufziehen, indem du den Nationalraum sprengst. Ich spreng jetzt den Nationalraum. In der globalisierten Welt, in der wir leben, die neuen Ungleichheiten ans Tageslicht zu fördern. Ja, richtig. Ja, bitte. Denn man muss den Blick über den eigenen Tellerrand mal hinauswagen und... Wenn man denn die vorhandenen zündstoffgeladenen Ungleichheiten einfach mal ignorieren möchte, um den halt ein bisschen zu kritisieren. Wie meinst du das? Naja, er kommt mit neuen Ungleichheiten der Globalisierung und gewichtet sie ja, soweit ich das mitbekommen habe, mehr, weil sie globaler sind und mehr Menschen betreffen, als die vorhandenen Probleme. So habe ich das nicht verstanden, dass er es so auf... Gut, dann kann man das ja, was ich gesagt habe, nur als Anmerkung okay begreifen, dass das dazugehört und weiß angegangen werden sollte. Aber wir werten ja nicht in der Soziologie. Wir sollten mal zum Ende kommen. Ich werde immer, ne, nach müde kommt doof. Ja, ja. Also um das ganz kurz zusammenzufassen, Beck
setzt sich für einen etwas kosmopolitischeren Blickwinkel ein, dass man dieses alte, althergebrachte Nationaldenken ein bisschen transzendiert und auch Ungerechtigkeit nicht mehr nur im nationalen Rahmen sieht und nicht mehr nur die Ungerechtigkeit bekämpft, die im eigenen Land stattfindet, sondern dass man das auf die ganze Welt ausweitet. Und das wird halt klassischerweise nicht gemacht. Warum? Weil die Leute, die außerhalb eines Landes sind, in der Regel keinen Einfluss haben. Also es kann mir egal sein, wenn Ungerechtigkeit, also Ungleichheit in Afrika geschieht, weil die haben kein Wahlrecht irgendwie für Politiker in Deutschland. Die Machtdisposition liegt dann eher in der westlichen ersten Welt. Ja, genau. Mhm. Schön ausgedrückt. Und, ich weiß nicht genau, was eine Disposition ist. Disposition ist doch so ein Wunsch, so, das ist, was man haben will. Nicht so. Ja, dann. Kannst du ja mal nachschauen. Dann ist das doch nicht so ganz richtig. Darum fordert Beck ein kosmopolitisches Recht, dass es Weltrecht gibt. Des Weiteren wäre es gut, mehr internationale Aufmerksamkeit auf internationale Probleme zu richten. Er spricht da auch von Natur und Gesellschaft, also der Klimawandel derzeit wird in bestimmten Ländern als Mensch, also nicht als menschengemacht angesehen, sondern als eine Katastrophe, die einfach von der Natur ist, die man nicht kontrollieren kann und wo man halt damit leben muss. Dabei ist der Klimawandel von Menschenhand gemacht und dementsprechend kann man Verantwortliche suchen und die auch mehr oder weniger zur Rechenschaft ziehen. Und gleichzeitig sind die mit der leisesten Stimme bei dem Thema, die am härtesten davon betroffen sind. Man denke mal an diese Tsunami-Opfer vor ein paar Jahren. Das hat ja auch die armen Länder getroffen, die in der globalisierten Gesellschaft für uns produzieren, aber nicht den gleichen Wohlstand erfahren wie wir. Also das ist so ein Wohlstandsgefälle zwischen westlicher Welt und der dritten Welt, was man auch gerne ausblendet, das ja schon erwähnt. Mhm. Und das sind gleichzeitig die jetzt vor allem in jüngster Vergangenheit eben oft von Natur, in Anführungszeichen, Katastrophen getroffen wurden. Also es gibt zum einen Ungleichheit von der Stimme, also von der Stimme der eigenen Partizipation in der globalisierten Welt. Es gibt eine Ungleichheit, was die Leistung und die Belohnung davon angeht. Und es gibt eine Ungleichheit, was die Risikobedrohung angeht. Was er dann direkt an Becks Risikogesellschaft anknüpft. Ja. Es gibt transnationale Verwicklung. Also die Bankenkrise zum Beispiel, die von Wirtschaftseliten initiiert wurde, hat alle getroffen. Aber wem gibt man dann die Verantwortung, wenn alle betroffen sind? Ja, natürlich denen, die so viel Geld verdienen, weil sie so viel Verantwortung auf den Schultern tragen. Ja. Zuletzt möchte ich vielleicht noch einen Einwurf der Migrationsethik machen. Es gibt eine Handvoll Menschen, die fordern, dass man weltweit das Recht haben sollte, zu migrieren. Also man darf auswandern, aber mit dem Einwandern sieht es wieder anders aus. Also ist ja auch ein aktuelles Thema. Wir haben ja die Toten jetzt in Lampedusa. Das sind längst nicht die ersten Toten. Es ist schon eine ganze Weile so, dass wir Ströme von Flüchtlingen haben, die von den benachteiligten Ländern versuchen, in die besser gestellten Länder zu kommen, um dort ein besseres Leben zu führen. Fortress Europe. Genau. Man scheitert am Mittelmeer. Ja. Dasselbe auch in Amerika, also in den United States. Australien haben auch ein ähnliches Problem. In Amerika wurde doch diese Mauer gebaut. Vor Mexiko? Ich glaube, irgendwo wurde eine Mauer gebaut. Vor Kanada. Um die gefährlichen Ausländer nicht reinzulassen. Ja, die wilden Kanadier. Schlimmer als die Russen. Entschuldigung. Und derzeit ist es ja mit nach europäischem Recht so, nach Dublin II, glaube ich, oder Dublin III war es jetzt, dass die Länder, wo die Migranten, also die Flüchtlinge ankommen, dass die sich damit darum kümmern sollen. Und alle anderen Länder, die davon nicht betroffen sind, sind fein aus dem Schneider. Siehe Deutschland. Genau, das ist im Moment ja natürlich Griechenland, die sowieso schon mit Problemen zu kämpfen haben. Malta, Spanien, Italien. Mit denen wir auch natürlich nichts weiter zu tun haben, außer dass wir die großzügigen... Ja, und wir ernähren die und schaffen die durch die Krise. Ja. Problem Griechen. Entschuldigung. Problem.
faule Griechen. Damit verbunden ist auch eine Vorstellung, dass Flüchtlinge ein Stück vom Kuchen wegnehmen. Und da kommt man dann in zwei verschiedene Denkmuster rein. Also man kann entweder denken, der Kuchen ist begrenzt oder der Kuchen wächst. Und Wirtschaft, das zeigt die Erfahrung, hat die Tendenz zu wachsen. Und wenn mir jemand ein Stück des Kuchens wegnimmt, dann heißt das nicht, dass weniger Kuchen da ist, sondern dass jemand da ist, der noch weitere Zutaten zum Kuchen dazu gibt und dass der Kuchen am Ende wächst. Ist eine Einstellungssache. Mhm. Also man kann die ganze Sache auch optimistischer angehen und sich denken, da kommen Flüchtlinge, aber die haben auch das Potenzial, dass die uns auch helfen und dass es potenzielle Arbeitskräfte sind. Genau, das kommt dann ja zu der Migrationspolitik. Das ist nämlich ganz wichtig. Ich bin ja kein Experte, aber ich bin auch so kein Experte. Der Wachstumsgedanke, vor allem in ökonomischen Kreisen, der ist nicht nur da, um mehr, wie du sagst, Kuchen anzuhäufen, sondern der Wachstumsprozess ist grundlegend dafür, dass der Status quo beibehalten wird. Weil mittlerweile ist es so, durch die Forderung nach Wachstum und auch die Umsetzung davon, der Wirtschaft wird der Status quo, den wir haben, erst erzeugt. Sobald wir aufhören zu wachsen, wird der Status quo nicht mehr beibehalten. Das gehört zum Status quo quasi, immer besser zu sein, immer mehr zu haben, immer besser zu konsumieren. Und dieses Ziel, nämlich des wirtschaftlichen Wachstums alleine, wird natürlich vom demografischen Wandel attackiert. Ja. Und da kommen dann die Migranten ins Spiel, die nämlich nicht die Kuchenesser sind oder die Räuber, sondern es sind tatsächlich die, auf die wir auch angewiesen sind, ja, die blöderweise nur noch nicht gut qualifiziert sind. Ah. Ja, das ist so ein, wo man wieder im Bildungssystem wäre mit den Migranten. Mhm. Ja, alles verbunden. Also das ist so ein komischer Widerspruch. Auf der einen Seite wird Wachstum gefordert und auf der anderen Seite weigert man sich, all die möglichen Lösungsansätze zu akzeptieren. Also man weigert sich, Migranten ins Land zu lassen, man weigert sich, die Gleichheit der Frauen zu unterstützen und man ist dagegen, dass alte Menschen länger arbeiten müssen. Ja, wobei die Forderung, dass das Renteneintrittsalter erhöht wird, kommt auch eher von Leuten, die kein Problem damit haben, noch länger zu arbeiten. Wenn man das jetzt wieder, die Ungleichheit nämlich von der Belastung von Arbeit überträgt auf untere Schichten, jemand, der auf der Baustelle arbeitet oder in einem Bergwerk, der will nicht bis 75 arbeiten, der ist froh, wenn er fertig ist. Was nicht der Großteil der Beschäftigten in Deutschland ist. Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass viele Leute gerne arbeiten. Der erste Wirtschaftsfaktor ist die Agrarwirtschaft. Das ist bei Deutschland 1%. Der zweite ist doch Verarbeitung, also Produktion. Ist auch verschwindend gering. Also obwohl, nicht verschwindend gering, aber das dritte ist Dienstleistung. Und das vierte war, weiß ich nicht mehr. Aber Deutschland ist... Verwaltung vielleicht? Ja, kann sein. Sowas in der Art. Also auch wieder mehr so das Geistige als das Körperliche. Und Deutschland ist nun mal als Industrienation groß geworden, aber hat mittlerweile andere Prioritäten. Ja, zumal das industrielle Zeitalter und heute im Prinzip schon vorbei ist. Wenn ich da jetzt nicht heute plackern eigentlich nur noch die Unterprivilegierten, also oder die Migranten oder die Leute, die denen Bildung verwehrt ist. Also. Und gleichzeitig halten die Eliten aus den Bereichen fest an den industriellen Prinzipien. Zum Beispiel Energiewende wird stark lobbyisiert, einmal von Leuten, die das umsetzen wollen und vielleicht auch können. Gleichzeitig machen aber die Leute Druck, die noch aus diesen industriellen Verhältnissen kommen und die selbstverständlich Angst um ihre Daseinsberechtigung haben. Weil wenn Kohlekraftwerke nicht mehr da sind, was arbeitet dann der Kohlekraftwerkbauer? Ich bin fertig. Echt? Ja, ich habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte.
lebenslangen Konzept, was mit dem Prestige zusammenhängt, packen wir dann in den tollen Milieu-Podcast? Ich habe, ja, wenn dann dort, ja. Hast du das vorbereitet? Lebenslagen, nein. Ich auch nicht. Muss ja auch nicht übertreiben, ne? Ich meine, ich hatte immerhin die Neolithische Revolution eingebracht. Neolithisch. Und Bier, und ich auch. Ja, also ich denke, die meisten Sachen hatten wir drin. Ein super konfuser Podcast diesmal. Ja, ja, aber das ist halt das Fleisch. Also beim McDonald's Burger, da weiß ich auch nicht, was da drin ist. Das ist alles Mögliche. Außer das, was ich erwarte, was ich esse. aber wenn ich das dann zusammen mit den Brötchen, mit dem Salat und dem Ketchup und der ganzen Soße und den Geschmacksverstärkern und Aromen esse, dann ergibt das ein Gemisch, was mir am Ende schmeckt. Mhm. In der Rückschau, aber wenn ich mich daran erinnere, wie ich den Burger esse, hat es mir geschmeckt. Burger. Ja. Die Burgergesellschaft. Da reden wir nur drüber. Aber was machst du, wenn in deinem Burger nicht nur Zutaten sind, die du deine Burger erwartest, sondern auch Fisch. Glasstücke. Holz. Ja, was einen nicht umbringt, macht einen komischen. Ein Einfamilienhaus. Ein Til Schweiger-Film. Tschüss. Nein. Sag tschüss. Wir können doch noch ein bisschen hier... Ach, jetzt was? Wie? Ich dachte, kannst dich hier aufnehmen. Wir können noch Gesabbel aufnehmen. Okay. Also dummes Gesabbel. Flüchtlinge und Kuchen. Mhm. Flüchtlingskuchen. Gut bekucht. Mutterkuchen. Besser als schlecht bestuhlt. Die Fische. Nein, komm, ich hab keinen Bock mehr. Oh, fuck. Tschüss!